Und damit einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Tim Eichhorn und hier neben mir sitzt Chris Höß. Heute sind wir in Österreich, Spielberg, am Red Bull Ring. Ja, Liga E ist am Start. Chris, was denkst du heute? Was ist heute alles so möglich? Ja, auch von mir einen wunderschönen Abend und ich lasse mich überraschen. Ja, so. Die Leute kennen dich noch überhaupt nicht. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Das ist ja heute das erste Mal, dass du hier mit am Kommentatorenpult sitzt. Naja, also ich kommentiere halt so nebenher noch zum Qual. Nebenher. Ja, nebenher. Ich komme halt aus der Formel 1 und habe mir so gedacht, ich könnte hier auch noch ein bisschen kommentieren. Hast ja sonst nichts Besseres zu tun. So, wir sind 11 Fahrer. Irgendwie fehlen mir noch ein paar. Die wollen halt alle nicht. Ja, die haben heute Angst irgendwie. So Spielberg im Sprintrennen kann schwierig werden. Ja, also Liga E, der Abschluss hier am Red Bull Ring. Am Sonntag geht es dann schon weiter mit Liga A in Monza. Wir haben schon einige spannende Rennen jetzt gehabt hier in Spielberg. Ich sage gerade ziemlich häufig Spielberg. Ja, also Sprintrennen, ganz besonders. 2x45 Minuten Rennen mit umgekehrter Startaufstellung im zweiten Rennen. Also, wenn man das erste Rennen nicht gut drauf ist, hat man noch nichts verloren. Einfach die Punkte mitnehmen. Zweiten Rennen startet man weiter vorne und kann dann ein wesentlich besseres Ergebnis einfahren. So, ich überprüfe noch mal kurz die Anwesenheiten. Du unterhältst mal kurz unsere Zuschauer. Ja, wobei ich schon sagen muss, dass so ein Jan Körp schon ziemlich weit vorne mitfahren könnte, weil ich ja damals schon zugeschaut habe. Wo waren das nochmal? Das letzte Hockenheim? Rennen. Genau, in Hockenheim. Da hat er schon gut gepusht. Ja, also ich sag mal so, Körbs ist hier einfach viel zu weit unten. Der müsste eigentlich so Liga A bis C fahren. Da ist eher so sein Gebiet, obwohl C wird er wahrscheinlich auch gegen unsere Acura untergehen von Kevin und mir. Ja, wobei ich sagen muss, dass er ziemlich schnell ist, weil er hatte den Herrn Robin Stoll schon ziemlich unter Druck gesetzt. Ja, das stimmt. So, also einige Teams noch gar nicht anwesend. Also an die Manager, die schon mal da sind, sagt auch nochmal euren Fahrern, dass sie die nochmal überprüfen sollen. Und auch bitte, dass die online sein sollen. Ich Oh. geh jetzt nochmal überall durch. Ich sehe gerade, dass Dass auch Mike Ebbers wirklich. mitfährt. Ja, natürlich. Auf ihn bin ich nämlich sehr gespannt. Dann schauen wir mal, was heute so geht. Ich gehe gerade die ganzen Teams nochmal sicherheitshalber ein drittes Mal durch. Robert Lauda wurde getrennt. Es wäre mal ganz nett, wenn du auch mal kurz auf die schlaue Liste guckst, wenn du eine hast. Schlaue Liste. Schlaue Liste. Schlaue Liste, ja. Naja, ich wurde gestern ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe keine schlaue Liste. Ja, okay, dann. Kleinen Augenblick noch meinerseits. René Johansen ist da und Richard Schramm. Ja, dann fehlt nur noch Robert Lauda, meines Erachtens. Kevin Phoenix hat sich abmelden müssen mit Problem am rechten Schultergelenk. Und der Herr Richel ist leider, ja, das Internet ausgefallen.
Ja, das ist ärgerlich. Ja, okay, ich sehe gerade, wir sollen mal kurz warten. Der Robert startet seine Playsee neu. So, ja, was können wir über den Red Bull Ring bis jetzt erzählen? Wird in der Formel 1 genauso noch gefahren, hat viele Highspeed-Teile, in viel relativ langsam, also ist nicht alles mit Highspeed getan hier. Höhenunterschiede, wir sind hier jetzt insgesamt auf circa 600 Meter. Saugmotoren haben dadurch einen minimalen Nachteil auf der Geraden, leichter Leistungsverlust. Ja, also ich weiß noch nicht, was uns jetzt gleich erwarten wird. Auf jeden Fall trockenes Wetter, was wahrscheinlich viele im Cockpit freuen wird. Ja, also ich muss sagen, ich hatte da so auf Red Bull Ring meine Probleme mit meinem Fahren. Ja, also er sieht im Layout einfach aus, aber hat trotzdem seine Tücken. Zum Ja, vor Beispiel allem die Schlossgold. naja, Berg die runter letzten zwei. rechts. Und die Doppel rechts, ja. Weil als ich immer gefahren bin, da bist du immer so schön weit nach außen gekommen und hast da voll die Kerbs mitgenommen. Also, wir warten jetzt noch 2, 3 Minuten auf Peter, jetzt sag ich schon Peter, auf Robert, dass wir auch hier starten können. Gerade sage ich Robert und schon kommt er. Muss ich jetzt noch kurz warten, dass er sein Auto auswählen kann. Du bist nicht nur da, um zu atmen, du darfst auch reden. Ja, schüchtern und so. Ja, Seit wann sind die Schwaben mal schüchtern? das ist eine sehr gute An Frage. den Manager von Robert Lauda. Bitte nochmal dran erinnern mit seinem Fahrzeug. Ich bin aber auch auf den Peter Stein gespannt. Ja, also Peter Stein, kein schlechter Fahrer. Aber ich denke, da gegen seinen Teamkollegen wird er nicht ganz ankommen können. Aber genauso Sam Foy, also nicht zu unterschätzen. Mit dem jungen Burschen bin ich auch schon eine Saison zusammengefahren. Hat auf jeden Fall Talent. Ja, vor allem von Hockenheim. Wenn ich mich mal so dran erinnern kann. Und ja, Mike Epos. Ich hoffe, du hast mehr Glück hier in der GT3 als in den letzten 2 Formel-1-Saisons. Da hing dir die Seuche am Schuh. Ich hoffe, dass du den Ferrari nicht abstellen musst heute. Wir drücken dir beide die Daumen, also mach was draus. So, ich würde sagen, sind alle da. Der Herr Lauda wurde wie getrennt. Lauda wurde getrennt. Herr Manager von Robert Lauda, weißt du, was da gerade bei ihm los ist? Wir warten jetzt noch mal 2 Minuten. Jetzt ist er wieder drin. Und denk bitte dran, also Robert, änder dein Auto. Zumindest bei mir hast du noch den AMG. Du fährst meines Erachtens Ferrari. Kann irgendjemand mal Robert sagen, dass er das falsche Auto hat? Siehst du das auch, Chris? Oder ist das bei mir ein Anzeigefehler? Moment. Mir fällt ein AMG. Ja, er müsste im Ferrari sitzen, wenn ich das richtig sehe. Würde ja so gern Start drücken. Ja, ich will jetzt nicht sagen, starte einfach. Ich, ja,
Sag mal, Rennleitung, was sagt ihr dazu? Ich will die Motoren hören. Okay, Robin. Dann sag mal Robert, vielleicht er soll einen Router neu starten und er kann dann nachjoinen, würde ich sagen. Das ist das, was ich jetzt sagen würde, aber Lauter so Dinge Rennleitung, dürfen getrennt. wir die Lobby starten oder sollen wir noch warten? Falls schon jemand von der Rennleitung anwesend ist. Ich will die Entscheidung nämlich nicht übernehmen. Ich auch ungern. Wow, ich weiß jetzt ganz genau, wo was Pe Peter geschrieben hat. Okay, ich krieg gerade die Nachricht, wir sollen starten. Also drückt man da jetzt auf Start. Ganz unten für Start stimmen. Na gut. So. Lädt's bei dir auch ohne Ladescreen? Ich hab's hier noch im Bildschirm. Ah, Ach, jetzt. jetzt! Je ja, heute auch mal für mich ein Aufstieg. Nicht mehr Liga F, ich darf in Liga E. Wir kennen mich hier nur aus dem Liga F-Stream aus Hockenheim. Und mal schauen, Liga F Österreich, Rekordstream mit 3 Stunden 52 circa. Ob wir den heute knacken werden oder an einem Stück alles durchziehen können. Ich hoffe in Ich bin einem mal Stück. gespannt. Ich hoffe auch an einem Stück. Das war nämlich nicht nur für mich nervenzerrend, vor allem für die Fahrer. Das ist sehr schwer, sich dabei noch zu konzentrieren mit circa 7 Neustarts. Ja, vor allem Lasst für die mich lügen. Fahrer. Ja, für die Fahrer ist es extrem schwierig, dann noch bei Regenbedingungen damals. Aber heute haben wir es ja klarer, also heiteres Wetter hier in Österreich. Vor allem ist die Anspannung, was dann da ist. So, jetzt sind wir hier im freien Training. Alles noch an der Box. Hier gerade onboard bei Luca Becker, aber. Und da geht. Das hört sich Der nach erste schon AMG an. raus. Also ich sag mal Peter. Ach nee, Caps. So, dann wollen wir auch direkt mal die Outlap hier mit Jan mitfahren. Sehr gern. Im AMG. Die ersten fahren jetzt nacheinander raus. Setups sind wahrscheinlich schon eingestellt. Etwas betankt worden. Und jetzt heißt mal abtasten, wie verhält sich die Strecke im Moment. Also im ersten Rennen hatten wir ja die 28er Zeiten gesehen im Quali. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Was heißt für dich im ersten Rennen? Liga was? Nee, halt, warte mal. Wir fahren Liga E gerade. Also hier fährt Liga E, Chris. Wir kommentieren Liga E. Liga E kann noch nicht in Spielberg gefahren sein. Ich bin noch irritiert, entschuldige. Ich merk's gerade. Nee, aber wir waren echt 28,7 Zeiten. Ja, Boah, extrem. Wenn ich krass. mal denke, was zum Beispiel in Liga D unter anderem Lukas Lipper teilweise noch im Rennen rausgehauen hat. Starke Aufholjagd. Und dann am Ende bei einer Überrundung abgeschossen wurde. Ich hoffe, heute sehen wir sowas nicht. Und jetzt auch mal von meiner Seite. Hallo Chat. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag und freut euch schon auf das spielbergische Finale. So, In jetzt der Hocke. Curbs in der letzten Kurve auf Start und Ziel. Und Robert Lauder wurde getrennt. Aber es ist ja noch Training. Außer von dem her. 7 Minuten hat er ja noch Zeit. Eben. Hier der M6 von Oliver Division. Für mich heute einer der Favoriten.
Also zumindest der M6. Ich will jetzt noch keinen komplett rausnehmen hier. Ich würde gern erstmal erste Zeiten sehen. In Hockenheim waren die BMWs auch stark. Ja, der M6 ist irgendwie der perfekte Allrounder. Er kann schnell, ist gut auf der Bremse, kommt gut um die Kurven und beschleunigt nicht schlecht raus. Und er ist einfach auch mit einem netten Klang, nenne ich es mal, ausgestattet. Oh ja. Wobei mein Favorit ja immer noch der AMG ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob der AMG heute so gute Chancen hat überall. Also mit Curbs am Steuer natürlich. Curbs ist einer der besten hier in der SSR. Keine Frage. Ich lehne mich jetzt zwar mit dieser Aussage wahrscheinlich weit aus dem Fenster, aber ist meine Meinung, Curbs gehört eigentlich in Liga A oder Liga B. Hat in Liga E absolut nichts verloren. So, Ralf, wer moderiert? Mein Name ist Tim Eichhorn und neben mir sitzt Chris Höß. Ein Neuling auf dem Gebiet, also nicht wundern, wenn irgendwas schief geht bei mir. Ja, und dazu noch Schwabe. Ich oute mich nicht. So, jetzt der Ferrari von Mike Epos im Bild. Leider heute allein auf der Strecke unterwegs. Da sein Teamkollege an Schulterproblemen klagt. Ja, so die Schulter bei 45 Minuten sollte schon mitmachen. So, jetzt hier geht's ins Infield rein. Die Kurve jetzt gleich mit viel Schwung mitnehmen, damit das Auto richtig positionieren kann für die rechts. Das hat Epos gut gemacht. Lässt sich weit raustragen auf den Curb. Jetzt wieder rechts. Leichtes Schlenkern, ein bisschen am Rutschen, aber an sich ein guter dritter Sektor. Was sagt seine Zeit? Eine 1:32.663, damit immer noch der siebte Platz. Ja, Frank, ich glaube, das ist im Schwabenland, glaube ich, allgemein so, dass die in der Dose sitzen. Was für eine Dose, hallo? Hör ich mich so scheiße an, wird. Es wurde sich gerade darüber geäußert, dass das sich anhört, als würdest du in der Dose sitzen. Und hier Cem Foy gegen Peter Stein oder Jan Köps? Ich Hör's. glaube, es ist Köps. Köps im weißen AMG. Okay, das muss ich mir merken. Nimmt jetzt den Windschatten vom Ferrari mit. Ich habe auch schon meine Runden hier im AMG gesammelt, aber ich muss sagen, er ist mir im Infield etwas zu träge. Nee, ehrlich gesagt auch. Jetzt sehe ich Also schon. da haben die leichten Autos, so wie der Ferrari zum Beispiel, einen riesen Vorteil. Oh, und Champ voll leichten Rutscher gehabt. Curbs aber auch. Ja, also das Feld. Ja, relativ nah beieinander im Moment noch. Die ersten vier innerhalb von einer Sekunde, die ersten sieben innerhalb von eineinhalb. Und Robert Lauda kämpft immer noch mit seiner Internetleitung. Ja, jetzt sieht man hier schon, also Curbs muss sie jetzt schon abreißen lassen. Ja, was heißt abreißen lassen? Wir sind hier im Training. Ich weiß nicht, was Curbs für einen Sprit fährt im Gegensatz zu Foy. Ja, ich vermute mal Aber der voll. Ferrari scheint schon ordentlich schneller zu sein. Wenn wir hier sehen, eine 1:32.9 von Jan gegen die 1:31.5 von Champ Foy. Hui, er könnte schwierig werden für Jan. Genauso für Peter mit der 1:34.5. Ah, knapp. Wieder nur ein paar tausend.
Und hier Gerhard Mixi. Mixi. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Gerhard. Ich bleib bei Gerhard. Du darfst ihn auch Momentan. anschreien, wenn das nicht richtig war. Also alles gut. Also momentan auf der 1 mit einer 1,30596. Ui, direkt mal ein besserer Zwischensektor und Oh, und sie war raus. schon weggeschmissen. Schade, schade, schade. Hat jetzt Curbs vor der Nase. Oder auch nicht mehr. Aber Dann an wechseln wir direkt 1,30. mal zu Stefan Bartsch. Und Robert Laude versucht's, 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 aber er kriegt's nicht hin. Du tust mir gerade leid. Und hier Daniel Stupak. Also ich mag die Lackierung, die. Ich glaube, das ist die Schubert-Lackierung vom M6. Ich finde die echt sexy. Ah. Oh. Dann wäre noch ein zweiten M6 mit der zweiten Schubert-Lackierung, dürfte das sein. Aber jetzt fahren wir erstmal hier mit Daniel Stupak. Ich finde die Innenperspektive richtig pervers, ey. Ja, mich würden nur die zwei Striemen in der Mitte stören ein bisschen. Die habe ich in meinem Acura zum Beispiel nicht. Hallo Patrick! Hat der AMG aber auch nicht. Ja, das. Die zwei Streamer meistens die Autos, die auch in der amerikanischen GT3-Serie fahren, weil es da eine Sicherheitsbestimmung ist. Und das haben sie dann in den ganzen GT3-Fahrzeugen der Serie verbaut. Ist einfach billiger als für die europäische normale Frontscheibe und da jetzt mit den Striemen für die amerikanische. Zudem weiß man ja nicht, ob das Reglement irgendwann mitgenommen wird. Dann macht man es gleich bei allen. Also Stupak hat auch mit einem minimalen Problem hier im M6 mit einer 1,356. Momentan auf der letzten und 13. Position. Hier im Gegen der AMG. Boah, der rührt ein bisschen mehr. Also, ich weiß nicht, Kölbs gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Ich bin Besseres von ihm gewohnt. Und ich sehe gerade schon, Training ist beendet. Also gleich. Die letzten Runden werden jetzt zu Ende gefahren. Und dann kommt der Countdown mit dem Qualifying. Und dann geht's an die Hot Laps. Und dann bin ich Und da gespannt, bitte was der ich. Jan Köps raushaut. Ja, und noch eine kleine Bitte dann auch an Herrn Lauda. Achte drauf, wann du joinen willst. Also, dass du keine Runde kaputt machst. Ich glaube, die letzten 10 Minuten waren es, wo er joinen darf. Und die ersten zwei. Ich will aber jetzt nichts Falsches sagen. Letzte rechts. Na. Hallo Jan, also Jan Rast. Das 34 Jan, 3. schaffe ich heute unseren Rekord von letzter Woche oder glaubst du, Chris und ich werden heute ein bisschen früher erlöst? Robert Lauder nimmt teil. Mal gucken, wie lang. So abstrakt sich das gerade anhört. So, also Resultat aus dem Training. M6 vorne, dann die Ferrari Armada wieder M6 und Richard Schramm auf der 7 im ersten Porsche. Kurbs hat sich auf die 8 geschoben. Ja, also puh, die ersten 9 innerhalb von 2 Sekunden. Ersten 10, wenn man das eine Zehntel noch mitnimmt von Epos. Ich hoffe, es wird interessanter gleich im Qualifying. Muss ich jetzt hier irgendwelche Screenshots machen?
Es ist Training, erst im Qualifying. Entschuldigung. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Dann werden wir es immer auf die Reise schicken. Jetzt 25 Minuten Zeit, die perfekte Runde zu finden. Die eine, die uns nach vorne legt. Und der Porsche kommt raus mit dem M6. Ich brauche hier jetzt einen Moment, bis ich die ganzen Namen habe. Also, sorry. Jetzt kommt die ganze M6 Armada erstmal mit Schapitzi. Gerd Mikzi. Alter, was sind das für Zis heute? Cem Foy kommt jetzt im Ferrari. Jan Köps ist Jetzt auch auf bleiben wir der mal hier beim Strecke. Porsche. Richard Schramm, den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Also, ich sehe den Porsche halt auch ziemlich weit vorne eigentlich. So vom fahrerischen her eigentlich. Passt bitte auf, wann ihr joint. So, Richard Schramm jetzt in die Doppel links. Ich entschuldige mich jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wie die Kurven heißen. Ich kenne nur die Schlossgold. Und jetzt hier aus der Würth raus oder in die Würth rein. Ich glaube, das nächste Qualifying müssen wir auf 30 hochschrauben. Es gibt kein nächstes. Okay, aber nächstes Mal dann. Ham, bam, bam. Hallo Nico. Also auch an den Chat, wenn ihr gerade einen Fahrer mal sehen wollt. Ich weiß, das ist jetzt schon eine schlechte Idee, das zu sagen. Schreibt es in den Chat. Pass auf, jetzt kriegst du gleich so eine Liste von 100 Fahrern, die gar nicht fahren. eben. Ne, es sind 25 Minuten, Jungs. Ja, Anton, du hast mir das Team weggeklaut. Ich wollte es eigentlich auch übernehmen. Ich darf zwar offiziell keins übernehmen, aber ich habe ja meine Zwischenmanager. Hust, hust. Nein, also ich wollte eigentlich noch meinen Fahrern noch ein eigenes Team geben, weil ich zu viele Fahrer habe im Moment, die nicht fahren können. Dass die in Liga E fahren, aber du warst schneller. Jetzt bleiben wir noch kurz hier bei Richard. Gucken uns seine Zeit an, während ich gerade lese, dass sie, glaube ich, annulliert wurde. Hatte ich schon Angst, dass ich falsch qualifiziert habe, ja. 1,32. So, jetzt mal Stefan Partsch im Ferrari 488 GT3. Ich glaube, es müsste der 488 GT3 sein, bevor ich was Falsches sage. Da darfst du mich überhaupt nicht fragen, ich habe keine Ahnung von Ferrari. Ja, die sind schön. Die fahren sich aber auch gut. Ich musste feststellen, ich bin Ferrari gefahren und er fährt sich echt top. Ja, keine Frage, die fand ich super, aber mein Fahrstil passt einfach nicht zum Ferrari zum Beispiel. Ich komme im Acura relativ gut zurecht. Den bin ich selber noch Richtig, nicht ja gefahren. gut, 488 GT3, dann. Und da dreht sich schon der erste. Stefan Partsch. Bisschen zu viel Gas, der Arsch rutscht weg und dann nicht mehr richtig abfangen können. Schade, Schade. schade, schade. Sah relativ ordentlich aus, Kurve 1 bis zu dem Zeitpunkt. Aber Gott sei Dank ohne Einschlag. Das ist das Wichtige. Wo steht Jan? Jan mittlerweile auf der 4 mit der 1,31, 3,20. Ja, hat er wieder geblufft.
Der alte Hase. Naja, unser Bluffer. Der Mercedes AMG GT3 oder AMG GT GT3, ich bin mir jetzt auch unsicher. Mit meiner Nummer 4. So, jetzt aus der letzten Kurve noch richtig rauskommen. 37. Ja, 37, halbe Sekunde noch bis zur Pole. Aber da muss doch was gehen für den Kürbs. So, jetzt fahren wir wieder mit einem Ferrari von Mike Epos. Also hier sind unglaublich viele Ferraris in Liga E, sehe ich gerade. Ah, der M6 von hinten. Ja, ich weiß bloß mit und Laut und Berührung. 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 Jungs, Jungs, guckt in die Spiegel, wenn jemand Schnelles kommt. Ich weiß, ihr seid selbst teilweise auf schnellen Runden, aber ihr wollt doch auch vorbeigelassen werden, wenn ihr schneller seid. Also bitte achtet aufeinander. Aber die Jungs haben ja noch 18 Minuten Zeit, also von dem her sollte alles noch im Rahmen sein. Ja, aber wenn es gerade die eine Runde ist, die perfekte Runde, das ärgert einen schon und das nimmst du die nächsten Minuten auch noch mit, wo du dann schneller einen Fehler einbaust. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ja, Motorsport passiert. Kein Problem. So, jetzt die letzte Doppelrechts. Warte, ein bisschen gerade rausgekommen. Ja, Peter Stein mit einem 52,4. Eins 31,717. Ja, ist ganz ordentlich. Was hat Peter gemacht mit einer 52,4? Rückwärtsgang genommen? Rückwärts über die Strecke gefahren. Gehoppelt. Ja, das sieht schon besser aus. Ja klar, also ich sage ja nicht, dass es Mike sein Fehler war, aber wenn ich sehe, dass jemand wesentlich schneller von hinten kommt, lasse ich ihn. Würde ich ihn eigentlich vorbeilassen im Normalfall. So, jetzt mal gucken, ob sich Peter ein bisschen verbessern kann, was wahrscheinlich nicht allzu schwer sein sollte. Und hohohoho, ich glaube, das war Luca Becker. Ne, Becker steht an der Box. Egal, ich bleibe jetzt erstmal auf Stein. Eine 1,29,9 wurde gerade gefahren. Oh, ja, du übertreibst es gerade überhaupt nicht. Ja, ich glaube, da geht noch was. Eins 34,040 Robert Lauda. Nein. 29,8. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir bei Lauda keine Rundenzeiten sehen, weil er nachgejoint ist. Das heißt, wir wissen nicht, von wo Lauda starten wird. Yay. Also ich hoffe, Protocast kriegt den Bug auch noch weg, falls jetzt wirklich so ist, wie ich es im Moment vermute. Da kommt schon die Lichthupe von sorry, ich weiß die ganzen Fahrzeuge noch nicht. Das dauert ein bisschen. Bei Liga F habe ich so langsam die meisten drin, wer was fährt, aber hier sieht alles irgendwie gleich aus. Ja, Haupt M6 Ferrari, M6 Ferrari, AMG M6 Ferrari, M6 Ferrari. Und mal ein Porsche. Wenn er mal zwischendurch auftaucht. Ja, wenn. Okay, danke Michi. Dann haben wir wirklich den Bug, dass wir es nicht sehen.
Also bitte ich dann nach dem Qualifying jemanden mal die Zeit von Lauda bitte zur Verfügung zu stellen, am besten sein Teammanager. Ja, natürlich ist alles klar bei uns. Selbst. Okay, bei Lauda sehen wir jetzt keine Zeit. Oliver Division kann sich nicht verbessern. Aber mir fällt gerade auf, die Abstände sind schon weit auseinander. Teilweise, aber teilweise auch verdammt eng wie bei Platz 5 und 6 zum Beispiel. Oder 9 und 10. Wenn jetzt hier mal auf Marcus Rocket. Auch mal wieder ein M6. Welch ein Wunder. Yannick, ja, Audi Top Speed ist halt nicht gerade das, was ihn ausmacht. Dafür hat er ganz andere Stärken. Ich bin beim Acura auch kein Top Speed Monster. Dafür bin ich auf der Bremse, in der Beschleunigung und in der Kurve sau stark. So, Marcus Rocket momentan auf der sechsten Position. 2 Hundertstel hinter Curbs. Aber im Moment knapp 14 langsamer als in seiner schnellsten Runde und hat Curbs schon vor der Nase. So, jetzt sind noch 13,5 Minuten zu gehen. Mal gucken, ob sich noch groß was ändern wird, aber so wie es im Moment aussieht, scheint das Rennen schon mal spannend zu werden. Ja, 2 Zehntel fehlen zur Bestzeit. Er geht auch direkt zurück an die Box. Da kommt Peter raus. Jetzt gehen wir mal mit Mikzi. Also, als Kommentator bist du hier in Liga E echt gestraft mit manchen Namen. Also, die nicht falsch auszusprechen, ist schon nicht leicht. Da hat man jetzt schon leichtes Reifen quietschen gehört hier bei Mikzi. Aber mir fällt auf, dass es der Sound besser ist beim Zuschauen als wie beim Einser. Ja, beim Einser, da hattest du ja extrem Soundbug bei den Autos. Das ist ja hier jetzt nicht mehr. Hier ist ja ein extra Zuschauermodus. Das gab es ja auch bei Protocast 1 überhaupt nicht. Was ich auch extrem gut gemacht finde jetzt. Das ist mir gerade so aufgefallen und musste ich mal loswerden. Sehe ich das gerade richtig, dass der M6 mehr oder weniger einen kleinen Doppelflügel hat? Hinten der ganz große und noch ein Stück hinten so ein kleiner. Ist das erlaubt? Darf er das? Darf er das? Darf Darf er das? das? Ich glaube, da sollte man bei der Rennleitung anklopfen. Der ist hingeklebt mit Paddex. Also Peter, er bemüht sich, ist jetzt auch schon nah am Rest vom Feld dran, wenn wir vorhin seine Trainingsrunden gesehen haben im Gegenzug. Kleinigkeiten fehlen noch, aber er ist direkt an René Johnson dran. Ich schätze mal Johnson. Johansson hört sich so falsch aus. Vor allen Dingen aus. Hört sich falsch aus? Was? Was? Aua! Sprachzentrum! Hallo, guten Morgen! Ist mir erst gar nicht aufgefallen. Und da kommt er zu weit raus. Einschlag, Peter Stein, Schlossgoldausgang. Zu weit rausgekommen. Schade. Schade, schade, Peter.
Und hier ein ganz seltener Gast, der Porsche von René Johnson oder Johannshorn. Johansson. Oh. Johansson. Johansson. Ja, manche Namen sind echt schwer, ne? Ja, ne? Ich habe das immer noch nicht so ganz raus. Licht an heißt schnelle Runde, richtig? Sowas irgendwie. Nö. Manche haben es dauerhaft an, manche haben es überhaupt nicht an. Lichtpflicht nur bei schlechten Witterungsverhältnissen, also später im Nebel, im zweiten Rennen. Na, schauen wir mal hier. Da dürfen wir später auch mal kurz drauf achten. So, 10 Minuten noch. Da habe ich schon wieder Reifen quietschen gehört. Das könnte nur könnten M6 gewesen sein. Das sage ich doch. Aber wenn du dir mal diesen Abstand von 10 auf 11 gibst, 1,9 Sekunden Abstand zur Spitze und dann 3,4. Also die ersten 10 könnten gut fighten, so wie es aussieht. Aber dann Ah, ich würde schon die werden. ersten 7 sagen. Ja, das ist innerhalb von einer Sekunde. Aber Jan und Markus Rocket, die geben sich ja auch fast. Ja, ich kenne die Fahrer leider noch nicht so gut. Ich glaube, da gab es eine kleine Berührung. Schade. Schade, schade, schade. Epos hat alles versucht, Platz zu machen, aber Rocket konnte es nicht ausnutzen. Aber ich glaube, er ist mit seinem M6 auch mal kurz durch eine Farbeimer gekommen, oder? Oder war kurz im Kindergarten in der Malstunde. Malstunde? Hä? Auf Ja, dem so Auto? seitlich 10, ja. 10.000 verschiedene Farben auf dem Auto. Ach ja, sieht doch hübsch aus. Und Patrick Schapitzi. Ich glaube, so langsam kriege ich es raus, wie man sie ausspricht. Du drückst dich ja ganz, ganz geschickt davon. Lässt alles deinen Co. machen. Hättest mich genauso alleine lassen können. Das war jetzt keine Aufforderung, nur so zur Info. Okay, Nein! Nein! ich gehe. Dann hast du aber keinen Stream mehr, das wäre echt doof. Es wäre nicht nur für mich doof, es wäre für die ganze SSR gerade doof. Die Leute wollen Rennen sehen. Und da sieht man schon bei Peter etwas verzogen, wie ein verzogenes Kind. Zumindest das Auto. Aber bei Peter immer vorne. Das ist echt faszinierend. Auf krass Ui. angebremst, aber er fängt es doch gut ab. Richtig, richtig schön gemacht, Peter. Respekt. Das ist nicht leicht, wenn du auf dem Gras anbremst, das Auto verlierst, das noch so schön abzufangen. Hatte ich letztens erst eine Jetzt Situation. mal wieder dabei bei Robert Lauda, dass im Internet gerade sagt: Ja, Junge, fahr noch ein bisschen, fahr! Wollen wir hoffen, dass das Internet stabil bleibt? Ja, bloß leider sehen wir nicht, auf welcher Position er fährt. Guten Abend, Berti, die schnellste Frau der SSR. Boah. Wenn ich ruhig und wer ist dann neben der Strecke? Das frage ich mich gerade Oder auch. war neben der Strecke? Ne, Das war ist ein immer neben Porsche der auf jeden Strecke. Fall. Frank, wie viel soll es stehen? Hä, wir sind im Qualifying. Ich glaube aber, er meint Neapel gegen RB Leipzig. 14 zu 2. Ist klar, Yannick. Ich hoffe für Neapel.
Ich will aber hier jetzt keinen Fußballmanager. Fußballtalk draus machen, weil meine Meinung zu Leipzig brauche ich lieber nicht äußern. Nee, das brauchen wir nicht wissen. Gut, ich glaube, du siehst nämlich ähnlich wie ich. Ich enthalte mich da jetzt. Ja, egal, jetzt mal wieder hier zurück auf die Strecke hier in Spielberg. Schamfeuer hat sich ganz still und heimlich auf die 3 gearbeitet. Wird ein schönes Rennen da vorne. Also die ersten Sechs, würde ich jetzt mal so behaupten. 6, 7 Fahrer, gute Sekunde. Will 29,7 auch ziemlich stark. Schamfeuille kriegt da noch mal eine kleine Verbesserung. Nein. Aber wir haben ja noch 4 Minuten. Ja, Aktuell. 4 Minuten sind drei Runden. Mike Ebers kommt hinten gerade aus der Boxengasse. Luca Becker an der Box. Und dann gehen wir mal eine Runde mit Herrn Schramm im 911 GT3. Ich glaube, nee, das ist der normale. Nicht die Endurance-Version. Also, wie ich sehe im Chat, da sind einige heute für die italienischen Teams. Der Porsche sieht auch ein bisschen gut mitgenommen aus. Also, an sich würde der Porsche gut aussehen, wäre noch alles ganz. Und in Form. Und netten in Form und netten Meter zu kurz. Ja, das dürften Zehntel, zwei Zehntel vielleicht gekostet haben, hier der kleine Kampf mit dem Ferrari. Kann aber trotzdem noch guten Schwung mitnehmen, jetzt in Richtung Würz. Jetzt in die Doppel rechts. Nichts wird rauskommen, das wird er auch gut hinbekommen. Jetzt einen guten Ausgang erwischen. Nicht querkommen. Hat er gut gemeistert und langt es für die Top 5? Nein. Da kommt René Jean Anson. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tut mir leid, René. Ich sag nur noch René, dann komme ich gerne mal in die Falle. Wir nehmen einfach die Das ist Vornamen, mir. dann passt das schon. Na, du drückst dich ja allgemein vor den Namen. Nicht um jedes Thema so schön fallen. Ich will es ja bloß nicht falsch aussprechen, sonst gibt es ja wieder Ärger. Ja, lieber spreche ich sie falsch aus, als dass ich sie gar nicht anspreche. Gut, schon auch wieder. Robert Lauda mit einer 1:33.713, das wäre momentan wirklich der 14. Platz. Danke, Ralf. Ach, die Fahrer sehen die Zeiten, ne? Ja, die Fahrer sehen sie nur wie wir, wo sie nicht sehen, leider. Ja, ärgerlich. Ich sage einfach, und René dreht sich. Ah, schade. Fehlt jetzt der Schwung für die letzte Runde oder kriegt er dann noch genug mit der Beschleunigung vom Porsche hin? Sieht aber schon relativ langsam aus. Also ich glaube, die Runde wird nichts. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Schauen wir mal, was die Zeiten noch kommen. Johansson, nein, ich sage einfach Johansson. Ich mag diese Betonung irgendwie. Dieses Johansson. Ich mag das. Jan steht auch schon in der Das. Box. Also, die Top 5 wird sich jetzt nichts mehr ändern.
ob Luca Becker vielleicht noch an Jan Körbs vorbeiziehen kann. Das Es wird ist ja nicht nicht viel, fehlen. was fehlt. Es fehlt nicht viel, aber das bisschen noch rauszukitzeln da hinten. Jetzt gut aus dem Schlossgold rausgekommen. Also Schlossgold und die Würz sind die einzigen Kurven, die ich mit Namen kenne. Da darf ich dich leider enttäuschen, ich kenne keinen Namen. Ich glaube auch, die letzte rechts ist noch die Red Bull Racing Kurve oder sowas. Und jetzt nur noch René Johansson und Robert Lauda auf der Strecke. So, Robert Lauda geht gleich über die Ziellinie. Leider sehen wir seine Zeit nicht. Deswegen bleiben wir hier bei René. Kann er sich noch verbessern? Nein. Schade. Schade. Schade, René, schade. Jetzt fahren wir halt die letzten 15 Sekunden noch mit Robert mit. Ja, also Kurz hat heute irgendwie keine Lust hier in Spielberg so richtig aufzudrehen. Oder er denkt sich einfach, nee, Qualifying zeige ich nicht, was ich kann, dann werde ich im Rennen ein bisschen unterschätzt. Noch nicht weiter drücken. Wir müssen jetzt erstmal noch 2 Minuten, 2, 3 Minuten warten, glaube ich. Dann können die Fahrer nochmal ganz kurz die Beine vertreten. Nochmal für kleine Jungs, kleine Mädels. Ist ja bei jedem ein bisschen anders. Und dann heißt so langsam Vorbereitung auf die ersten 45 Minuten hier in Spielberg. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Startaufstellung für Rennen 1 durchgehen. Auf der Pole Position Patrick Schupitzi im M6 vor Gerhard Mikzi. Das war jetzt eine indirekte Aufforderung an dich, dass du weitermachst. Ja, ich? Nee, weißt, wer ist denn sonst noch hier? Ja, Ja, nicht okay, gut. ich merk's. Du bist noch etwas zu schüchtern. Auf der 3 Champ vor im 488 GT3. Dann Markus Rocket auf der 4 vor Jan Körbs und Luca Becker auf 5 und 6. Stefan Patsch auf der 7. Position. Richard Schramm im Porsche auf der 8. Oliver Division auf der 9 und Mike Epos im 488 GT3 kompliziert die Top 10. Dahinter stapeln sich Daniel Stuper, René Johansson, Peter Stein und Robert Lauda. Jan, der fährt momentan in zwei Ligen, einmal in der Formel 1 und einmal hier in der Liga E. Ja, Jan, du sagst doch eh wieder GT4-Engine, GT4-Engine. Am Ende hast du aber nur Halbgas gegeben, dass keiner sieht, wie gut du eigentlich bist. Dich kennt man nur, sich zu beschweren. Soll Plus ich irgendwie 6. Screenshots machen oder so? Ja, bitte. Bitte. Vielleicht da noch einmal. Ja, also du. Du bist jetzt auch gerade eh froh, dass ich nicht da bin, dass ich dir nicht deinen Flügel abfahren kann, obwohl das bei der GT3 schwer ist. Formel 1 gleich, wa? Ja. Ja, wenn man sich aus der Formel 1 halt auch im Wege steht, dann kennt man sich halt. Ja, minimal. Ich kenne ja Jan mittlerweile lang genug. Anton. Ja, wir sehen's, aber das macht ja gerade keinen Sinn, weil er doch eh von hinten starten muss. Bitte mal da nochmal eine genauere Info. Soll er jetzt die Zwischenplätze freilassen oder einfach. Oder wird das dann fürs zweite Qualifying oder fürs zweite Rennen verwendet? Bitte mal um kurze Info, Anton. Wäre eine sehr gute Info.
Jetzt schreibt Luca Becker Lauda auf 13. Hä? Was jetzt? Gerade eben hieß es. Epos sagt aber auch 13. Ja, okay, dann würde ich sagen, dann machen wir einfach das, was Anton gesagt hat. Okay, Lauda ist auf 13. Das heißt, Peter Stein würde auf die 14 rücken. Ich Das hätte jetzt heißt, gerne nochmal die Antwort von Anton, was er sagt. Platzversetzung wegen zu späten Beitritt für. Ja, wir wollen jetzt nicht weitermachen, bevor wir keine genaue Antwort jetzt dazu haben. Oder Chris? Oder willst du es auf dich nehmen? nee, danke. Ich will nicht der Schuldige sein. Also Anton, falls du uns hörst, mal bitte da kurze Info. Lauda auf 13 im Moment. Darf er da starten? Ja, nein. Guten Abend, Stefan. So, okay, ich kriege irgendwie keine Info. Dann nehme ich es im Notfall auf meine Kappe. Strafversetzung für Robert Lauda durch verspäteten Beitritt im Qualifying. Damit ist Peter Stein von der 13 und Lauda von der 14. Also kannst du mal weitermachen. Okay. Ich nehme es im Notfall jetzt auf meine Kappe. Ich klicke dann jetzt, ja? Ja, bitte. Sind jetzt nämlich nochmal Okay. 2 Minuten. Denkt an euren Rennsprit. Denkt daran, dann bitte auch auf bereit zu drücken, sonst könnt ihr nicht mitfahren und es ist ja wieder ein unnötiger Restart. Also Peter Stein auf die 13 und Robert Lauda auf der 14, bitte. Aber geht das in dem Gebt es Staat? mal euren Fahrern weiter, liebe Manager. In der Zwischenzeit könnt ihr mal hier mit Patrick Schupici auf der 1 vor Gerhard Mixi. Champ Foy auf der 4, Markus Rocket. Champ Foy auf der 3, Markus Rocket auf der 4, Entschuldigung. Dann Jan Köbst, der erste Benz, auf der 5 vor Luca Becker und Stefan Partsch. Also in den Top 7 dreimal M6, dreimal Ferrari und ein AMG. Und dann auf der 8 das erste Mal Porsche mit Richard Schramm, Oliver Division, der nächste M6 auf der 9 vor Mike Epos, dem Ferrari auf der 10. Daniel Stupak im M6 jetzt auch wieder auf der 11 vor René Johansson. Wir können ja schlecht 6 Plätze zurückversetzen, oder ein Platz kann ich zurückversetzen bei Robert Lauda. Und hier Peter Stein auf der 13 vor Robert Lauda. So, die Startaufstellung kurz vor der Einführungsrunde sind wir jetzt mal durchgegangen. Hier sehen wir sie nochmal alle. Es fehlt keiner, meines Erachtens nach. Alle da. Ich würde sagen, da wir in der Einführungsrunde sind, können wir ja gleich mal hier hinten mit Peter mitfahren. Von der Dachperspektive aus sehen wir, wie verschieden manche die Reifen aufwärmen. Einige fahren ganz, ganz minimale Schlangenlinien, andere relativ weite und wiederum manche fahren einfach geradeaus. Weiß ja nicht, wie
Wie viele fahren denn mit Lenkrad? Also du fragst. Ja, das ist jetzt die andere Frage. Weil ich persönlich Hallo fahre ja kein. Merlin. Ja, Lars, das glaube ich dir. Das habe ich heute noch gar nicht im Chat gelesen. Das hat mir wirklich gefehlt. So, jetzt geht's runter Richtung Schloss Gold. Hinten Robert Lauder. So, die letzten Meter, so langsam sollte sich das Feld sammeln und ins Double File übergehen. Bin mal gespannt, ob das hier auch wieder so geklappt. Also eigentlich müssten das die Jungs hinbekommen. Ja, hier sieht man ja schon, dass mehr oder weniger das Double File anfängt. Ah, Patrick ein bisschen schnell unterwegs. Also Patrick, entweder macht Gerhard zu langsam oder Patrick zu schnell, aber ich glaube, Gerhard ist gerade etwas langsam unterwegs. Jetzt wieder rein. Ja, jetzt, so, Start erlaub ist erlaubt ab der letzten Startbox. Ja, Ja, melden ich. gerne. Aber so, hier Rennstart. Geht's hier gut? Mal noch mal weiter nach hinten. Oliver Division wird direkt angegriffen hier von Mike Epos. Kann aber sich noch durchsetzen, aber Epos direkt hinten re rechts dran. Jetzt setzt er sich direkt daneben. Epos vorerst vorbei auf der Bremse, spät. Oh. Klebt an Schramm. Ich glaube, Aber das hat Schramm kann sich noch verteidigen. mit Kontakt Hier wahrscheinlich. Markus Rocket an voll vorbei, voll direkt wieder hinten dran vorbei. Curves versucht den kleinen Fehler von Rocket zu nutzen, setzt sich außen, kann aber die Beschleunigung nicht vom AMG nutzen und bleibt erstmal hier jetzt auf der sechsten Position. Jetzt Rocket mit einem Fehler kann Curves Curves sich in. daneben setzen. Curves innen muss noch zurückstecken. Ja, ich glaube, der Curves, der kommt nochmal. Ja, da versucht's gleich. Kurve 1, sage ich dir. Ah, Kurve 2, sage ich. Er versucht's in Kurve 1. Aber klappen wird's wahrscheinlich erst in Kurve 2. Oder jetzt schon. Nein. Jetzt mit vielleicht etwas mehr Schwung. Während Patrick sich vorne schon schön absetzen kann. Aber Rennleitung, guckt euch mal bitte den Start nochmal von Patrick an. Ich war der Meinung, der war ein bisschen verfrüht. Jetzt Kurve 1 besser rausgekommen von Jan Köps. Bleibt im Ja. Windschatten. Bleibt lange im Windschatten. Kurve 2 Der sage ich M6 dir. hat halt auch Power ohne Ende. Und jetzt muss Köps sich auch noch gegen Parch verteidigen. Versucht es jetzt Ah, er ist innen. innen. Ist vorbei. Vorbei an Rocket. Der Konter könnte kommen. Oder auch nicht. Währenddessen voll direkt an Mikzi. Und hinten dran direkt Luca Becker. Also eine relativ spannende Startphase hier, meine Damen und Herren. Jetzt ein bisschen abreißen lassen, Becker. Foy versucht dadurch wieder auf Mixi aufzuschließen. Nur noch eine halbe Sekunde. Kommt hier besser aus der Würth. Jetzt geht's nochmal Richtung Doppelrechts, Richtung Red Bull. Bleibt schön im Windschatten. Kann er jetzt besser den Schwung mitnehmen als der M6? Ja, kommt aber relativ weit raus. Muss aufpassen, dass es das keine Strafe gibt. Und hinten dran ist Becker und auch schon Curbs. War dazwischen auch schon eine kleine Lücke.
während wir die Spitze die ganze Zeit zeigen, hinten im Moment keine starken Positionsveränderungen, keine erwähnenswerte im Moment. Jetzt aber hier Richtung Division und Schramm. M6 gegen 911 Porsche. Ja, sorry, Frank. So, dann stört's schon mal nimmer. Bitte stand schon auf der 11. Das ist eine gute Startphase von Peter. Aber Schramm muss jetzt etwas abreißen lassen. Währenddessen hier vorne Mixi immer noch unter Feuer von Foy. Der Feuer macht. Kleines Wortspiel am Rande. Da kommen sie aber Und alle mit raus. Patrick Schopizzi fährt sein Rennen in aller Ruhe, hat Rückendeckung von Mikzi. Ich bin gespannt, wann der Angriff kommt. Ja, noch fahren sie nur hinterher. Vielleicht versucht er sich damit auch an Patrick ranzufahren, so ein bisschen. Jetzt setzt sich Foy nebenan. Natürlich für Mixi beim Anbremsen jetzt erstmal die bessere Linie, wenn er sich traut. Ja, das habe ich eben. Aber Foy beschleunigt besser raus. Damit Mixi zurück auf die 3. Kann er direkt den Konter setzen oder muss er eher nach hinten schauen auf Becker? Die drei müssen auch noch auf Körbs auch achten. Er kommt aber im Moment relativ weit weg. Ja, aber der ist dran. Ich glaube eher, dass Becker jetzt gleich versucht, aber Mixi auf Weg zurück auf die 2. Foy kann sich innen durchsetzen. Das ist jetzt die Chance für Becker und Curves jetzt auch schon wieder direkt hinten an Beckers Diffusor. Wahrscheinlich ist der Herr Köps auch schon wieder dran. Und dann würde ich mal sagen, da Köps der hinterste von der Vierergruppe ist, gehen wir hier mal ein bisschen Cockpit-Perspektive onboard mit. Wer nimmt den besten Schwung hier raus? Ja, wunderschöne Linie, wie die hintereinander fahren. Ja, in dem Moment schwärmen sie alle aus. Ja, super. Vorführeffekt oder Andeuten. was? Dieser typische Vorführeffekt. Jetzt Becker mit dem Angriff. Vorbei an Mixi. Gleiche Ah. Aktion wie vorher. Oder kann Mixi diesmal wieder kontern? Curbs nimmt mehr Schwung, versucht es jetzt beim Rausbeschleunigen auch noch Mixi unter Druck zu setzen. Der M6 kommt aber jetzt besser aus dem vierten Gang. Und jetzt die Und da. Berührung Mixi bei Becker. Jetzt nichts Größeres passiert, aber das könnte im Verlauf des Rennens ein oder 2 Zehntel kosten jetzt. Oh, Gott. Und Köpf versucht's innen, räumt damit Mixi ab. Und Becker ist auch noch erwischt worden. Lässt aber auch jetzt Rocket vorbei. Ich glaube, der Jan hat ein schlechtes Gewissen. Ja, aber wo ist Mixi? Ziemlich weit hinten. Eieieiei. Die Nase wohl länger gewesen, als er gesehen hat. Ja, der AMG hat eine lange Nase. So, währenddessen Kurt jetzt hier im Kampf mit Rocket und Parch. Ansonsten hat sich das Feld schon leicht auseinandergezogen. Die drei sind die eins. Das ist der spannendste Dreikampf im Moment. Ich glaube,
Aber Curves muss ich gerade eher nach hinten orientieren als nach vorne. Die Berührung vielleicht doch mehr kaputt gemacht, als es aussah. Sehr spät auf der Bremse. Rocket noch Glück, dass er schnell genug wegkommt. So, und hier war gerade der kleine Knutscher, nenne ich es mal, vom AMG. So. Aber ich glaube, erstmal kommt da kein Angriff seitens Curbs. Aber wenn du mal nach Derweil vorne schaust. Mixi auf die 8 zurückgefallen. Hinter ihm der Teamkollege von Curbs, Peter Stein, kann aber im Moment die Pace nicht mitgehen. Ja, die Pace vorne sind 31 Zeiten. Ja, die letzte war jetzt eine 1,34 von Peter. Mal schauen, was Mixi jetzt direkt als nächstes liefert. Die 1,44 kann man ja nicht wirklich werden. 1,33, 9,55. Da scheint wohl doch mehr kaputt zu sein, als es aussieht, wenn wir mal so die Rundenzeiten vergleichen mit den Vordermännern. Währenddessen aber hier Rocket direkt wieder unter Feuer von Curbs. Ja, ich bin Aber der M6 ist auf der Geraden einfach ein Monster. ist das ähnlich hier? Jetzt Rocket immer noch vor Curbs und vor Patch. Hast du das Gefühl, dass der AMG besser rauskommt im Infield als der M6? Ja, also in der Beschleunigung die ersten drei Gänge, da ist der AMG irgendwie stärker im Moment als der M6. Aber dann kommt die Power des M6. Motorenvergleich, beide sind Saugmotoren, also beide haben den gleichen Leistungsverlust hier. Da ist jetzt Setup abhängig, wer was macht. Vielleicht auch ein bisschen fahrerisch. Jetzt ein bisschen bessere Linie von Curbs, meiner Meinung nach. Ja. Im Windschatten von Rocket. Aber hier sieht man einfach, es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel. Auf der Bremse macht Rocket alles wieder wett. War das die Lichthupe? Wie bitte? War das die Lichthupe von Curbs? Ich habe da jetzt leider nicht auf sein Licht geachtet. Jetzt versucht er es auf der Bremse. Zieht er innen rein? Nee. Aber er Noch kommt. ist Rocket zu weit weg. 3/10. Und Patch muss abreißen lassen. Patch kann die Pace nicht mehr mitgehen. War da ein Fehler drin? Oder einfach das Auto überfahren? Jetzt spät wieder auf der Bremse von Curbs. Ja, Schlossgold verliert Curbs die Zeit, die er auf dem Rest der Runde wieder aufholt. Also, da sollte er vielleicht mal denken, ein paar Meter früher zu bremsen und dadurch vielleicht etwas schneller durch die Kurve zu kommen oder beim Rausbeschleunigen ein bisschen besser rauszukommen. Aber hier jetzt nicht mal mehr 2/10 zwischen Curbs und Rocket. Curbs zeigt sich, will den M6-Fahrer ein bisschen nervös machen. Jetzt wieder mit ein bisschen mehr Schwung die schönere Linie von Curbs beim Rausbeschleunigen. Jetzt nebeneinander. Na da. Wer traut sich später zu bremsen? Curbs ist erstmal vorbei. Curbs vorbei an Rocket. Wird jetzt gleich noch ein Konter kommen? Ich glaube ja. Setzt sich schon nebenan. Curbs verteidigt schlau. Oh. Weggerutscht, das ist jetzt die Chance hier für Rocket beim Rausbeschleunigen. Curbs macht sich so breit, wie es der AMG nur zulässt. Jetzt sind sie schon wieder nebeneinander. Rocket jetzt mit mehr Schwung. Wer macht's auf der Bremse? Wieder Ganz der oben. AMG kommt leicht quer, kommt aber besser wieder raus. Kann es gut noch abfangen. Aber jetzt nochmal Rocket versucht's. Aber ich würde ihm sagen, hier steck zurück, mein Junge. Hier verlierst du mehr nebeneinander, als dass es dir was bringt.
So, während wir hier in diesem Zweikampf total verwickelt sind, auf der Strecke ansonsten immer noch nicht besonders viel los. Wenn wir mal Robert Lauda auf der 12 sehen, fährt relativ alleine. Hast du den Bug nicht mehr? Bei mir ist er da 14. Ja, wir sehen ihn nicht, aber du guck mal auf der Karte, er dürfte auf der 12 sein, wenn ich es richtig sehe. Und jetzt hier wieder Rocket, eine halbe Sekunde von Köps weg. Und Patch arbeitet sich langsam wieder zurück. Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt versucht Rocket nochmal auf der Bremse, versucht innen reinzuziehen. Curbs macht dicht. Curbs verteidigt schlau, aber Patch jetzt nur mit dran an Rocket. Ist das der Plan von Jan vielleicht? Markus ein bisschen in den Zweikampf von hinten zu zwingen, dass er da nicht mehr angreifen kann. Das wäre ja voll Jan Fackel, ne? Die kennen wir ja irgendwoher. Ja, Ja, Lewis Hamilton. Damals mit Nico Rosberg. So, Patsch jetzt auf 3 Zehntel dran, 2,5. Versucht wahrscheinlich mit Ferrari jetzt besser aus der Red Bull dann rauszukommen oder vielleicht jetzt schon aus der Würth uns direkt zu versuchen, aber dazu ist er noch viel zu weit weg. Jetzt vielleicht auf der Bremse gleich in die Doppel rechts in die Red Bull Kurve. Ja, da verliert Patsch wieder. Rocket kommt gut raus, arbeitet sich wieder an Curbs dran. dass Patrick eine Strafe bekommen hat, kann das sein? Ja, Patrick hat eine kleine Strafe bekommen. Können wir uns ja gleich mal auch angucken. Zwei Ja, 2 Sekunden Sekunden. Strafe. Jetzt der Angriff. Außen. Rocket Oh. versucht's innen. Jetzt beim Rausbeschleunigen. M6 gegen AMG. Bayern gegen das Schwabenland. Und die Bayern gewinnen in der Beschleunigung. Curbs vielleicht jetzt gleich auf der Bremse. Spät wieder auf der Bremse. Versucht's außenrum und Oh, Rocket dreht der. sich. Rocket dreht sich in die Mauer. Steht, steht und steht immer noch. Jetzt Gerhard, bitte aufpassen, wenn du um die Kurve kommst. Ah, schade, 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 Markus. Schade. Schöner Zweikampf, aber ey, wir schalten direkt wieder vor auf Curbs. Patch jetzt nur noch eine Sekunde hinten dran. Aber währenddessen versucht Rocket direkt wieder an Mixi ranzukommen. Vielleicht so langsam in die Wand gedreht, dass es keinen weiteren Schäden für den M6 hier gab. Und das sind jetzt beide M6, die mit Jan auf, ja, härteren Kurs gegangen sind. Der eine wurde erwischt, der andere erwischt sich selbst. Immer dieser Jan. Ja, das ist eine Mentalität wahrscheinlich bei Curbs, die er ausstrahlt. Da hat der bayerische Wagen einfach keine Lust drauf und dreht sich lieber selbst weg. Ich glaube, der mag keine BMWs. Aber währenddessen hier Peter Stein an Mike Epos und hinten dran Oliver Division. Der AMG gegen den Ferrari. Bella Italia gegen das schöne Deutschland. Haben wir heute auch schon zweimal im Fußball. RB Leipzig gegen SSC Neapoli und Atlanta gegen Borussia Dortmund. Aber jetzt wieder hier zum Motorsport. Der AMG jetzt auf der. Oh Gott, wie heißt denn die? Ja, die zweite Ge lange gerade. Richtung Ich weiß es Schlossgold. nicht. Richtung Schlossgold runter. Aber der Ferrari einfach bärenstark. Ja, Merlin Peter ist mehr oder weniger im Dreikampf sogar. Wenn du Division dazu zählst.
So, jetzt sind noch knapp 24 Minuten zu fahren. Resümee deiner ersten 20 Minuten hier im Rennen. Chris? Anfangs ganz chillig, ohne Kontakt, was man auch erstmal hinkriegen muss nach dem Start. Und ansonsten schöne Fahrt. Kann so Der weitergehen. besten ich auch wieder auf Mixi, der nur noch eine knappe halbe Sekunde vor Rocket und arbeitet sich auch wieder an Patsch ran, der wieder ein bisschen was verloren hat. Warte, warte, warte. Richtung Schramm. Schramm ist an Patsch vorbei. Was ist bei Patsch passiert? Was ist hier bei Patsch passiert, dass Schramm vorbeikam? Aber der Ferrari ist ein bisschen langsamer unterwegs, kann das sein? Ja, so. Und Mixi mit dem Fehler. Ho, war knapp mit Rocket. War knapp. Glück gehabt, Markus. Das hat jetzt nur noch gefehlt. Servus, Matze. So, derweil auf der Strecke hat sich das meiste etwas beruhigt. Weit Hier Peter auseinandergezogen. jetzt. Peter Stein jetzt nur noch im Zweikampf mit Oliver Division M6 mal wieder gegen den AMG und Ui! Division. Division nimmt einen langen Weg, will ein bisschen Rasen mähen gehen. Was meinst du, was der Rasen ist? Und Lauda im Kampf Dem Nummernschild. mit den Pylonen, alle neune. Und er sammelt halt, er geht gleich an den Strand, packt den Liegestuhl aus und macht den Fernando Alonso. Ich glaube, das scheint irgendwas im Auto nicht zu stimmen. Naja, es sieht nicht rund aus. Pass auf die, bei der Strecke. Stupak jetzt auch an Robert Lauda vorbei. Damit stimmt im Moment die Grafik wieder überein. Schade, Robert. Schade, auf einem guten Kurs gewesen. Der Ferrari hätte auch gefecht gegen fällt mir dazu ein. Ansonsten, ja, Peter Stein, Oliver Division, 2 Sekunden auseinander. Hier vorne ist halt wieder unser Rocket Mixi Duo mit 1,5 Sekunden am nächsten. Aber auch wieder Richtung Patsch wird's enger, nur noch 2 Sekunden. Das Feld scheint mir ziemlich auseinandergezogen zu sein. Ja, mittlerweile hat sich alles relativ weit gezogen. Mixt sie hinten mit einem kleinen Fehler zu weit rausgekommen. Patsch kommt jetzt auch immer näher Richtung Schramm. Aber ansonsten nicht wirklich viel los. Gehen wir mal vor Richtung Chamfoy. Der jagt Schupitzi. Schupitzi immer noch mit der 2-Sekunden-Strafe. Chamfoy ist in diesem 2-Sekunden-Fenster. 1,5 Sekunden Abstand. Mal schauen. Als Fahrer willst du ja eigentlich auf der Strecke überholen, nicht durch eine Strafe den Sieg unbedingt holen. Klar freut es einen zu gewinnen, aber es ist einfach noch ein viel besseres Gefühl, ihn direkt zu überholen. Und dann steht, ich schätze, Robert Lauda an der Boxeneinfahrt, lässt die zwei nur ziehen und spielt jetzt auch schon Autofußball. Und jetzt vor innerhalb einer Sekunde. Ich würde bei der Formel 1 jetzt sagen, innerhalb des DRS-Fensters, das gibt es hier leider in der GT3 nicht. Der nächste Das war BMW. Daniel. Ich glaube, das war Stupak. Jetzt knappe 8 Zehntel Abstand zwischen Voll und Schapizzi. Auf der Bremse der Ferrari eigentlich das stärkere Auto. Und da hat man schon das Boah, der Quietschen. nächste Dreher. Voll vorbei, Schupitzi mit dem Dreher. Pass
auf Luca. Luca auch vorbei an Schupitzi. Ei, 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 ei. Und Curbs hat jetzt auch Lauda vor der Nase. Lauda guckt nur zu, dass du nicht im Weg stehst. Schön gemacht von Lauda. Jetzt versucht Curbs natürlich an Schupitzi ranzukommen. Während er direkt hinter Luca Becker, 6 Zehntel, versucht vielleicht direkt jetzt schon nächste Runde den Angriff zu starten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht will Lauda mal gucken, was kann man wie weit wegschießen im Sinne des Autofußballs. Vielleicht hat er sich da irgendwie wo angemeldet und will jetzt mit Ferrari schon mal testen, wie muss ich treffen, damit Trapizzi sich wegdreht. Also jetzt nein, so war es jetzt nicht gemeint, aber ja okay, falschen Moment gesprochen. Ja. Während hinten wieder Peter Stein und Oliver Division kämpfen. Eine Sekunde. Überall ist so, wenn was spannend wird, so innerhalb von einer Sekunde, gerade mal. Ich glaube, das ist gerade der spannendste Kampf. Mike Epos ist mittlerweile vorauf die 9. Position. Waren aber viele 32 Zeiten. Und Schramm jetzt auch an Schupitzi dran. Schupitzi, also, was ist mit Patrick los? Die Konzentration fehlt im Moment bei dem Fahrer des M6. Oder hat er einen Einschlag zwischenzeitlich gehabt und der Wagen ist einfach nicht mehr zu bändigen? Ja, Schupitzi jetzt ein bisschen besserer Ausgang hier aus der Würth. Versucht direkt wieder Schramm zu attackieren. Schramm steckt zurück. Schupitzi mit einem weiten Gang. Ja, okay. Schramm vorbei. Aber hinten dran direkt Parch gegen Rocket. Nur noch eine halbe Sekunde. Vielleicht sind auch einfach schon von Schupitzi die Reifen tot. Einfach zu viel gepusht, nicht drauf geachtet, vielleicht die weichen Reifen draufgezogen anstatt der harten und die sind jetzt einfach schon am Limit. Nach einer halben Stunde? Ja, also wenn du siehst, dass du dauernd 31er, 32er Zeiten fährst, dann kann das schon passieren, wenn du die weichen Schlappen drauf hast. Jetzt Rocket mit dem Angriff gegen Parch. Wer macht's in der Schlossgold? Part später auf der Bremse, sieht aber innen Schupitzi, Rocket, Entschuldigung. So, dann darfst du auch mal wieder so ein bisschen mal, schiebe ich dir mal so langsam die Kommentiererei rüber, dass du das auch mal ein bisschen mitlernst, weil ich bin so momentan mehr oder weniger Hauptunterhaltung. Du kannst es ja auch besser wie ich. Du musst einfach mal versuchen, aus dir rauszugehen und da vorne sehe ich schon jemand mit einem Fehler. Wer war das? Patrick. Patrick Schupitzi wieder. Was ist mit Schupitzi los? Kann jetzt sogar Epos vorbei. Kommt mit mehr Schwung, aber scheint mir noch etwas zu weit weg zu sein. Aber Epos kommt jetzt hier auch wieder etwas schlecht aus Turn 1, aber
Hier wollen wir jetzt gerade bleiben. Wir bleiben jetzt direkt vorne bei Rocket gegen Parch. Direkt hintereinander. Er atmet in die Abgase des M61, versucht sich jetzt innen durchzubremsen, macht die Innenlinie zu, dass Rocket gar nicht erst reinstechen kann. Verteidigt das sehr schön. So, erstmal jetzt Ruhe für Parch. Für ungefähr eine Kurve. Chris, versuch einfach mal so ein bisschen zu reden. Was siehst du gerade? Stell dir einfach vor, du wärst mit einem Freund bei dir zu Hause auf der Couch und du redest über das Rennen. Das macht es dir vielleicht ein bisschen leichter. Ja, du bist so ruhig, so komplett ruhig. Von dir hört man fast nichts. Hast du ab und zu ein paar Kommentare reinschmeißen? Ja, jetzt stell dir einfach mal vor, wir würden bei dir auf der Couch sitzen, wir würden jetzt zusammen GT3 rennen oder sowas gucken. Und wir würden einfach drüber reden, so musst du dir das gerade mal vorstellen. Währenddessen Parch auch immer noch schön verteidigt gegen Rocket. Viertelsekunde, kann der M6 auf der Bremse? Nein. Jetzt vielleicht im Beschleunigungsduell gegen den Ferrari. Aber das wird auch wieder nichts. Ja, also ich glaube, jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt. Parch bleibt vor Rocket im Moment. Rocket kann die Pace einfach nicht mehr ganz mitgehen. Aber Parch arbeitet sich an Schramm ran. So, das Feld hat sich jetzt ziemlich auseinandergezogen. Ich schau mal hier Lauda. Stupak hier, Lauda da. Also Lauda ist wirklich auf der 14 noch. Vielleicht hier Oliver Division vor Stein mittlerweile mit knapp 2 Sekunden Abstand. Ich bin das so irritierend. Was mit Lauda? Aha. Ja, können wir im Moment leider nichts machen. Und jetzt Patrick Schupitzi. Weiterhin vor Mike Epos. Epos verliert jetzt auch Zeit. Ja, auch schon ein bisschen was rausgekommen ist. Aber hier entwickelt sich gerade Richtung Vierkampf mehr oder weniger. Schramm, Parch, Rocket und Mikzi sind so mehr oder weniger im 3-4-Kampf. Hier mal schön aus der Innenperspektive des M6 auf den Arsch des Ferraris zu schauen, der den Porsche etwas jagt. Aber irgendwie immer noch nicht ganz in Angriffsstellung. Meinst du, er hat sich mittlerweile mit dem 5. Platz abgefunden? Oder er kommt einfach nicht an den Porsche ran? Na, ich denke eher nicht. Ich glaube, da kommt noch was. Ja, schon liegen. Curbs mittlerweile 4 Sekunden an Becker rangekommen. Ich hatte aber auch einen von seinen Runden. Ja. Was, dann springen wir wieder Richtung Parch, Schramm und Rocket. Das ist irgendwie das Spannendste, was hier momentan zu bieten haben.
in den letzten 9 Minuten. Ja, 9 Minuten noch sind. Noch Ja. 8 Runden, 7 Runden. Was? In 3 Minuten fährst du 2 Runden, also sind 7 Runden, 6, 7 Runden. Ach, ich check ja nicht mal durch, ey. Und da hinten sehe ich gerade einen Dreher, könnte bei Peter Stein. Nein, Mike Mike Epos. Epos. Mike Epos mit dem Dreher in Schloss Gold. Ja, es ist ärgerlich, ey. Warst du schon Platz auf Platz 9? Jetzt muss ich mal wieder vorspringen. Part vielleicht jetzt mit einem Angriff gegen Schramm. Nur noch 3 Zehntel. Kann er es jetzt auf der Bremse versuchen? Nein, vielleicht im Beschleunigungsstell jetzt mit der Porsche. Aber Kurve 1 klar in der Hand des Porsches. Jetzt aber mit Windschatten versucht sich vielleicht an Kurve 2 ranzupirschen, dann Schloss Gold anzugreifen. Oder nein, setzt sich jetzt schon neben ran. Bremst spät, versucht jetzt innen reinzufahren. Aber noch kann Schramm verteidigen. Der Windschatten Also fährt auch. wunderschön, wie die zwei sich hier um Platz 4 betteln. Jetzt hier Schloss Gold, Schramm sehr schön gefahren. Patsch etwas langsam, vielleicht kommt er dadurch aber besser raus als der Porsche-Fahrer. Rocket so still und heimlich mittlerweile auch wieder eine Sekunde rangekommen. Was sage ich? Eine Sekunde. Er ist direkt nebendran. Patsch mit dem Fehler. Jungs, passt auf eure Autos auf. Schramm jetzt fast 2 Sekunden wieder weg, Rocket, aber an 2 Zehntel am Ferrari dran. Jetzt habe ich auf den Fehler überhaupt nicht geachtet. Hast du gerade gesehen, was bei Patsch falsch gelaufen ist? Jetzt Rocket direkt nebendran im Beschleunigungsduell mit dem Ferrari. Der Ein Ferrari kleiner. etwas mehr Speed im Moment. Auf der Bremse jetzt noch vorne. Die Schnauze ist lang, aber nicht lang genug. Gut, keine Berührung. So, jetzt sehe ich gerade wieder. Division Oh! auf dem Dach. Oh, wow. Oliver Division somit ausgeschieden. Ach, du grüne Neune. Und sieht aus, als wäre Lauda nicht ganz unbeteiligt gewesen. Ich will ihn jetzt nicht da falsch beschuldigen. Oliver Division auf dem Dach. Streckenpfosten holt mal Division aus seinem Fahrzeug. Währenddessen gehen wir wieder Richtung Schramm, Patsch und Rocket. Und wo war dann der Box? Ja, Division. Ja, Lauda an der Box. Scheint wohl einen Kontakt gegeben zu haben. Ach du grüne Neune. Wie kriegt man ein GT3-Fahrzeug bitte aufs Dach an dieser Stelle? Da lag ich ja auch schon auf dem Kopf. Wie kriegt man das hin? Chris, wenn du da schon lagst, kannst du es uns erklären? Naja, also, wenn du dann einlenkst und dann so ein flaches Auto von hinten rein donnert, ist das schon nicht lustig. Uiuiuiuiuiui. Das tut mir richtig leid für Division. Division liegt immer noch auf dem Kopf. Ich hoffe wenigstens, er hat sich abgeschnallt, dass nicht das ganze Blut in seinen Kopf steigt. Und vielleicht ist er auch schon ausgestiegen, aber es wird auch keine gelbe Flagge in Sektor 2 geschenkt. Und hier Patsch mit dem Fehler. Und Und gibt Mixi noch ei. eine mit. Aber das sah ja von Patsch gerade richtig komisch aus beim Einlenken in Schloss Gold. Ja, die Was Kontrolle war sich da gerade wieder los? verlieren.
Und der M6 liegt hier immer noch auf dem Dach, also Streckenposten, das wäre mal an der Zeit. Ich glaube, die Streckenposten sind irgendwie nicht arbeiten heute. Ja, ich... also die letzten Minuten haben sie jetzt echt noch mal in sich. Hier Mike Evers 2 Sekunden Richtung Stein. Und Mixi muss an die Box. Mixi hat's Rennen aufgegeben. Ach, du ahnst es nicht. Ist das bitter? 3 Minuten vor Schluss. Ein böses. Schramm jetzt eine knappe Sekunde vor Rocket, da wird sie jetzt auch nicht mehr allzu viel ändern. Und was ist hier jetzt los? Bei der Überrundung, Becker, ich sage es gerade, die letzten Minuten haben es in sich. Was ist hier passiert? Und hier liegt ein Heckflügel. Wem ist Ja, der jetzt zuzuordnen? ein wenig verdachtlos. Da liegt immer noch Division. Ein Ja, Porsche. René Johnson. Ach, du Heilige. Und er fährt so weiter. Er fährt mit, ja, ich sag mal, dem Serien-Porsche jetzt, anstatt dem GT3. Hast du das gerade gesehen? Dass er wieder ganz war, oder? Ja. Nein, überhaupt nicht. Heieiei, Patsch jetzt mit Schupitzi im Kampf, während Rocket vorne immer noch versucht anzugreifen. Also hier überschlagen sich jetzt einfach die Ereignisse ohne Ende. 2 Minuten noch zu fahren. Und das am Ende vom Rennen. Und da sehe ich auch schon wieder Stein mit einem Fehler. Epos jetzt mit mehr Schwung. Jungs, passt aufeinander auf. Wir wollen nicht die nächste Kollision haben. Stein zieht innen durch. Epos lässt genug Platz. Kann Epos gleich wieder kontern in der Red Bull. Jetzt macht er den Scheibenwischer an. Warum macht er den Scheibenwischer im Trockenen an? Ich glaube, er hat gesehen, dass wir ihm zugucken. Wollte kurz winken. Ja, das glaube ich auch. Aber er hat ihn immer noch an. Ja, ich bin gerade etwas über. Ich bin auch etwas überfordert, wo ich hinschalten soll überall. Hier scheint es jetzt nochmal spannend zu werden mit Schramm außen eine Überrundung im Gras oder eher gesagt im Schotter. Rocket jetzt keine 2 Zehntel mehr hinten dran. Jan mit einer Strafe. Können wir gleich schauen. Da ist wieder der Serien-Porsche. Während Schramm und Rocket jetzt weiter auf Kampfkurs sind. Schön gelöst. Jetzt versucht Schramm innen zu verteidigen gegen Rocket. Rocket erstmal vorbei auf der Bremse. Vielleicht Schramm direkt mit dem Konter. Ja, funktioniert. Kann jetzt vielleicht Rocket mit mehr Schwung nochmal kontern. Das ist nämlich die letzte Runde des Rennens. Selbst die Rücken haben immer was in sich. Die gönne ich jetzt mal noch, Champ, die letzten Kurven. Ich beobachte aber derweil immer noch die Zeit zwischen den 2 Streithähnen. Dann sage ich schon mal einen Glückwunsch an Champ Foy für Sieg in Rennen 1 vor Jan Körbs und Luca Becker. Obwohl das mit Luca noch nicht überschlagen sollte. Jetzt muss ich hier nochmal nach hinten schalten, Richtung Schramm. Und ich glaube, Division liegt immer noch da in der Wirt. Auf dem Dach. Doch, ja. Was ich echt nicht verstehen kann.
Hat die Streckenkosten selber geleistet. Ja. Ah, Foto finish. Heieiei, wie hauchdünn. Hauchdünn. Schupitzi, Fauxpage, Stein mehr oder weniger noch am Verteidigen gegen Mike Epos. Eieieiei. Und da liegt immer noch der M6. Also, hui, die letzten 5 bis 10 Minuten, die hatten es jetzt mal so richtig in sich. Was geht denn hier gerade ab? Eine Ferrari-Sammlung? Ferrari-Sammlung. Und Hauptsache den Porsche mal wegschieben, so, hey, du hast ja nichts verloren. So, dann schauen wir uns mal kurz das Bild eines Oliver Divisions an. War so nur kurz. Denk bitte dran, die Wiederholung zu speichern. Und das geht wie? Jetzt erstmal warten. Ah. Unten siehst du jetzt Wiederholung speichern. Währenddessen nochmal bitte die Screenshots. Lauda dürfte jetzt meines Wissens auf der 12 beendet haben. Jo, also Andreas, jetzt schreib sowas nicht in den Chat, das könnt ihr über die Rennleitung klären, aber bitte nicht über den Chat. Also wo Jan die Sekunde Strafe hat, ist ja auch mal interessant zu wissen. Hast du die Screenshots mittlerweile gemacht? Schon dabei. Das hat gerade ein bisschen ewig lang gedauert. Jan und Andreas, beide jetzt bitte mal. Klärt es mit der Rennleitung jetzt nicht im Chat. Das bringt jetzt nichts. Ihr seid gerade auch mit euren Emotionen dabei. So hat es keinen Sinn. Das ist jetzt normal, dass ihr ein bisschen. So, dann kümmere ich mal mich kurz um die Startaufstellung. Und ich glaube, du kannst so langsam zurück zur Lobby. Wie jetzt schon? Oder haben wir erst noch die PK mit den jetzigen drei Rennsiegern? Ich hab das doch nicht gemacht, ich hab keine Ahnung. Du bist mir ein Kollege. Moment, kümmere dich mal kurz um die Zuschauer, während ich das mit der Leitung abkläre. Oder ja, wegen der Startaufstellung fürs nächste Rennen. Das soll sehr interessant sein. Ach, die schickst du gleich rein. Ja, ja, ja. Umgekehrte Startaufstellung, inwieweit
das jetzt mit Division und Mixi ist, weil ich glaube, die haben aufgegeben, die dürften ja dann wieder von hinten starten. Bist du mittlerweile zur Lobby zurück? Nee, gell? Ach, leider nicht. Gut, dann lade ich mal kurz jetzt mal Champ, Jan und Luca ein. Dass wir. Nee, neue Lobby? Okay. Dann, Chris, mach du mal die neue Lobby direkt. Die neue Lobby. Die Einstellungen müssen ja drin sein, ne? Ich hoff's. Das Wetter musst du nur ändern. Du brauchst nicht flüstern, ich kann es dir ruhig durchgeben. Es ist Nebel und Nebel. Oh Jungs, ich muss mal ganz kurz sagen, ich weiß gerade nicht mehr, wie es war. Der normale Nebel, ne? Ja, einfach nur Nebel. Wenn es gerade eine Stunde 16 Uhr, ne? So, das ist das. Ja, wie vorhin, 16 Uhr. Alles gut. Ich bin gerade nur. B-b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 -
Bin mir gerade unsicher. Jungs, macht mir nicht Angst. Das ist zu schlecht. Das kriegt Chris nicht hin. Ich bin überfordert. Ja, ich bin gerade auch etwas überfordert mit dem Chat. Also, jetzt bitte ich mal eine Rennleitung, eine klare Ansage zu machen. Sollen wir eine neue Lobby machen oder sollen wir in der Lobby bleiben? Und Luca, nee, das stimmt schon, durch das, dass Mixi und Division ausgeschieden sind. Ja, da. Aussage von Hannibal im Livestream zu hören gewesen. Ach, okay. Das. Ja, das Wetter haben wir ja umgestellt eigentlich. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, machst du eine neue Lobby, Chris? Du weißt ja, die Einstellungen müssten eigentlich gespeichert sein. Also muss ich jetzt raus. Ja. Verdammt. So, 45 Standard, danke. Startzeit 16 Uhr. Standarddatum bitte. Training 10 Minuten, kein Fall. Denk auch dran, dass du mit Übertragung einstellst. Bei den Host-Einstellungen. An, privat. Ja, ich müsste alles bestimmen. Jungs, er macht's zum ersten Mal, gebt ihm bitte die Zeit. Ja, vor allen Dingen, wenn man gestern so reingeschubst wird. Du hast dich freiwillig gemeldet. Ja, Du ich hast gesagt, komm Tim, lass das morgen machen. weiß, ob. Aber Oder das eher ist so gesagt, jetzt heute. aufwendig. Start. Einladung ist raus. So, wie war Da das jetzt? kommt sie. Du chillst jetzt dein Leben, unterhältst die Zuschauer währenddessen, redest vielleicht so ein bisschen über das Rennen, klickst auf uns beide und gibst uns die jeweiligen Rollen. Broadcast. Und mir den Regisseur bitte. Regisseur, bitteschön. Und ich lade jetzt den ganzen Haufen ein. Den ganzen Haufen. Ja, was kann man zum ersten Rennen sagen? Spannend war's, ne? Ja, vor allem die letzten Minuten. Ja, hatte ich auch schon nicht mehr gesehen. Also in Hockenheim war es ja die ersten paar Minuten spannend und jetzt die letzten Minuten. Das ist Rennen 2, ne? In der Saison. Ja, du brauchst jetzt den Streamnamen deswegen nicht ändern. Nee, nee. Ich wollte nur fragen. Ich muss nur jetzt alle in der Freundesliste finden. Und die richtigen, nicht, dass du da irgendwie keine Ahnung, wen ändern lässt. Danke. So weit lesen kann ich. Nicht, dass du den Chris Höss einlässt. Ach, der wäre doch viel zu schlecht. Stimmt. Selbst wenn ich mitfahren würde, wäre für eh schon zu schnell für mich. Selbst F wär, oder G wäre schon zu schnell für dich. Weiß nicht, gibt's G? Nee, Nein. ne? Wir könnten eine Chris-Liga aufmachen. Das wäre cool. Boah, ich liebe es immer tausendmal einzuladen. Habe ich ja nicht schon mal ein F irgendwie gemacht? Kacke. Eine umgekehrte Startreihenfolge.
Das heißt, Vella geht auf dem Dach? Division. Der darf auf der 13 starten. Ah, er darf Einladung an noch. alle ist jetzt raus. Er darf noch starten. Oh, ja, er darf starten. Okay. Also, Startaufstellung hat Anton jetzt gerade nochmal reingehauen. Auf der 1 Lauda, 2 Stupak, 3 Johansson, 4 Epos, 5 Stein, 6 Schepitzi, 7 Parch, 8 Rocket, 9 Schramm, 10 Becker, 11 auf Curbs, 12 Champ, 14 Division und 13 Division und 14 Mixi. Luca einfach, weil einer aufgegeben hat und einer auf dem Dach lag und somit das Rennen beendet hat. Sehr kompliziert hier. Einer fehlt noch. Aber ich kann mich ja mal als Fahrer anbieten, so. Also an die Manager, die noch einen dritten Fahrer brauchen und auch gern bereit sind, jemandem was beizubringen. Also Chris Hirsch ist, denke ich mal, bereit, sich auch mal da zu engagieren im Team. Solange ich nicht jedes Rennen fahren muss, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ein Fahrer fehlt. Finde die Nadel im Heuhaufen. Im Heuhaufen? So groß ist doch der Heuhaufen, wenn nicht. Ein Porsche fehlt, glaube ich. Ein René Porsche. fehlt. So, ging aber schnell. Da ist er doch. Bist du im falschen Okay, Auto? jetzt sind wir vollständig. Ja, gib einen Moment Zeit. Auto ist So. vollständig. Die Lackierung dürfen eigentlich auch alle passen. Es scheint alles richtig zu sein. Dann meinerseits können wir. Deinerseits können wir. Jo. Gut, dann meinerseits auch. Chris, ich gebe dir jetzt schon mal den Tipp, hol dir einen Zettel und einen Stift und schreib dir schon mal ein paar Fragen für die PK auf, weil so wie ich es merke, bist du nicht gerade spontan. Oh, nicht so wirklich. Zettel und ein Stift. Warte mal, ich habe einen Zettel. Warte mal. Da steht so viel drauf. Ein weißes, leeres Blatt Papier. Cool. Leute, Chat, zeigt mal Chris, dass er es gut macht mit Hashtag GoChris. Nein, bitte nicht. Zeigt ihm, dass er es gut macht fürs erste Mal. Schreibt am besten noch dazu, schüchtern. Das ist unfair, ich kann den Chat gerade nicht verfolgen. Wer fährt da rückwärts in die Box wieder rein? Hast du es auch gerade gesehen? Lumpi! Der Lumpi ist im Chat! Jetzt blamier ich mich ja noch mehr. Verdammt. Guck, der ganze Chat steht hinter dir! Oh Mann, ich sehe nichts. Mach ein Foto. So, ich denke, jetzt werden eh die meisten nochmal kurz die Beine vertreten. Pinkelpause halten. Und Pinkelpause, Raucherpause. Und da höre ich einen Motor hoch. Ja, nein, nicht hochjagen. Robert Lauder. Der Erste, der nochmal ein bisschen testen geht.
Andi ist auch im Chat. Servus, Andi. Meinst du unser Andi? Unser Andi. Unser Formel 1 Weltmeister 2017, 2018. Hallo, Herr Lasaniel. Jungs, wir haben jetzt 600 Kommentare. Schaffen wir heute noch die 1000? Naja, unser Chat-Ziel für heute ist, die 1000 zu knacken. So, Lauda jetzt im Ferrari. Unser Pole-Setter hier fürs zweite Rennen. Und diesmal wissen wir auch, auf welcher Position er wirklich ist. War am ersten Rennen echt irritierend, ey. Ja, also kein Nickname, du brauchst jetzt nicht jede einzelne Nachricht reinschreiben. So war es nett gemeint. Ja, war ja klar, dass Jan auch noch mit aufspringt. Hier unser Rennsieger, zweiter Sieger von gerade eben, Champ Foy. Souveränes Rennen, muss man echt sagen von ihm. Nicht viel von ihm gesehen, aber gewonnen. Wer konstant fährt, wird belohnt. Das stimmt. So, Chris, jetzt im zweiten Rennen will ich mal ein bisschen mehr Stimme von dir hören. Während Curves gerade aus seiner Box fährt. Du weißt doch schüchtern. Den wir gleich natürlich. Du darfst auch nicht dran denken, dass jetzt ungefähr 200.000 Leute zuschauen. Was insgesamt nur 73 sind. Ja, guck, also es sind schon mal keine 200.000, vor denen du dich blamieren kannst. Das sind 73 zu viel. Ich bin doch Neuling, ich kann das noch nicht. Ja, deswegen bin ich ja auch da. Ich bin zwar jetzt auch gerade in meinem dritten offiziellen Einsatz. Aber ich finde, zu zweit ist das ein bisschen lockerer. Ja, das meine ich ja. Das alleine ist es was ganz anderes. Da habe ich auch Respekt vor Franz, der die Formel 1 komplett alleine kommentiert. Also, oh ja. Andi, also du weißt, ab nächster Saison will ich dich auch in der Formel 1 hören. Am Kommentatorstand. Wenn du schon immer fahren willst. Aber man munkelt ja, dass der Herr Lasaniel. Ja, vielleicht doch nochmal. Man munkelt. Gerüchteküche brodelt. Und da hat schon wieder versucht, jemand alle Neune abzuräumen. So, währenddessen Curbs auf seiner Auslaufrunde ist, Robert Lauda mit einer 1.43.008. Da wird wahrscheinlich so der ein oder andere Fehler vielleicht dabei gewesen sein. Aber noch relativ viele an der Box, die sich wahrscheinlich die Pause eher gönnen. Sag mal, leckert bei dir auch so. Wollte ich dich auch gerade fragen. Peter Stein jetzt auf der 1 mit einer 1.33.290 im AMG. Hat jetzt, ich glaube, Oliver Division vor sich. Jawohl. So, hast du gerade einen Wunschkandidat, bei dem du gerne mal mitfahren möchtest, Chris? Ein Wunschkandidat? Jawohl. Nee, steht in der Box. Also Mike Efos. Und da kommt natürlich wieder Mix, die gleich mit einer 1.31.8954 im M6. Also, die Strecke liegt ihm. Wenn er nicht gerade vom Mercedes weggedreht wird. Mm.
Aber ich will da jetzt nicht meine Meinung zu äußern. Ich habe es nur kurz gesehen. Das soll sich, wenn die Rennleitung genauer anschauen. Jetzt sind wir hier kurz vor dem zweiten Rennen. Knapp 4 Minuten noch im Training zu gehen. Jetzt haben wir hier einen unserer Hauptkampfhähnen des ersten Rennens, Stefan Partsch. Ja, wieder eine schön saubere Linie. Ich muss sagen, echt starkes Rennen gemacht. Und ich hoffe mal, dass wir im zweiten Rennen auch wieder so eine Spannung erleben wie in den letzten Minuten. Da geht Patsch wieder an die Box. Dann sehen wir jetzt nochmal für einen Moment den 911er Porsche GT3. An die Manager, habt bitte noch mal ein Auge auf den Chat, gebt es euren Fahrern weiter, von wo sie starten. Und denkt an die Lichtpflicht gleich beim Nebel. Und am besten mal kurz durchgeben, ob es in der Lobby flüssig läuft. Also bei mir läuft das gerade flüssig, bei mir war vorhin nur dieser eine Leck. Mir das gerade. Sind nur 13, irgendjemand ist raus. Dankeschön. Danke, Frank. Wer fehlt? Ne, Lauda ist da. Okay, er ist schon mal nett. Wer fehlt denn? Ja, wir sind bloß mit der Treffen. Sind nur noch 13. Irgendjemand fehlt. Jetzt auf die Schnelle den zu finden. René. Boah, René, Nee, ist raus. René, danke, Johansson. Ja, noch hat er Zeit nachzujoinen. Mixi 1:31:100, Curls mir dann 31:975 im Moment. Chris, ihr braucht es nicht peinlich sein. Einfach denken, der guckt keiner zu. Einfach reden, 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 reden. Bist so einfach nett. Haben wir mittlerweile die Nummer 14? Nein. Rennleitung. Bitte mal kleines Kommentarchen, wenn er nicht kommt, rechtzeitig. Haben wir 15 Sekunden. Ja, wabba. So, sind es noch knapp 13 Sekunden hier verbleibend. Haben wir von René auch schon mal wieder was gehört? Vielleicht auch sein Manager, wenn er nicht gerade selbst der Manager ist. Genau, Lukas, das sehe ich genauso. Er muss nur mal ein bisschen aus sich rauskommen. Es ist einfacher als gemacht. Ja, ich versuche halt durch das, dass Chris gerade so leise ist, relativ viel zu reden. Und übertönen ihn halt auch dann gleichzeitig. Ich versuche ihn ja ein bisschen mit reinzukriegen, aber Leise, er traut ist er sich so einfach noch leise? nicht.
Ich meine, du redest im Moment nicht viel, deswegen rede ich ungefähr dreimal so viel, was ich normal reden würde im Stream. Ich bin auch ein bisschen hungrig. So, Rennleitung. Bitte eine kurze Entscheidung. René Johnson kann gerade nicht connecten. Restart der Lobby oder wie sieht's aus? Kurzen Moment warten. Aber nur einen kurzen, bitte. Ja, nur einen kurzen. Ich hoffe, Rennleitung ist anwesend. Kuckuck. Habibi, bieb, bieb, bob. Wir können ja eine Okay. kleine Werbung machen, RTL. Wir sind gleich wieder für sich da. Wir machen einen kurzen Boxenstopp. Mein Simsport Racing. Kein Problem. So, also die Rennleitung prüft gerade, was gemacht wird. Derweil müssen wir halt hier so verbleiben. Ja, so Schupizzi mal wieder mit der Bestzeit hier im Training im M6 vor seinem Teamkollegen Mixi. Dahinter Jan Körbs auf der 3 vor seinem Teamkollegen Peter Stein. Richard Schramm auf der 5. Position. Markus Rocket auf der 6, Robert Lauda auf der 7, danach der überschlagene Oliver Division, Daniel Stupak, Mike Epos, Stefan Part, Cem Foy und Luca Becker. So, das ist im Moment mal hier so der. Das Ergebnis des freien Trainings. Ich glaube, die Startaufstellung haben wir jetzt ungefähr 100 Mal durchgegeben. Die dürfte allen bekannt sein. Denkt auch an eure Lichtpflicht, liebe Fahrer. Liebe Manager, gebt das an eure Fahrer weiter. Und so langsam bin ich außer Atem vor lauter Reden ohne Atmen. Entschuldigung. Ja gut, Asmo wurde erwischt vom russischen Roulette, also fällt der leider aus dem Rennen raus. Es tut mir auch überhaupt nicht leid für ihn. Ist das so nett? Warum? Ach, er hat Roulette gespielt im Chat und ihn hat's halt erwischt. Er darf halt eine Zeit lang jetzt nicht mehr schreiben. Was vielleicht auch gut für ihn ist, dass er sich mal auf sein Rennen konzentrieren kann. Ne, Jan? Ja, genau, Kalle. Gute Frage. Was erwartest du dir vom zweiten Rennen, Chris? Weniger Unfälle, meine Jungs. Das auf jeden Fall, hoffen wir. Aber ich meine jetzt mal so, außer die Unfälle, was denkst du, wer hat hier gute Chancen, vor allem durch die umgekehrte Startreihenfolge? Puh. Ja, echt gute Frage. Da ich die Jungs noch nicht so einschätzen kann, ist echt eine schwere Frage. Vielleicht Oliver, du wissen? Wenn er sich nicht wieder überschlägt, währenddessen. Ja, Neustart mit Hostwechsel. was? Okay. Das heißt, ich darf die ganze Lobby jetzt einstellen. Das dauert also einen Moment länger. Was? Du machst es wie? Jo, ich mache jetzt die Lobby. Ja, guck mal in die Gruppe, dann liest du es schon.
Ich muss noch ganz kurz die ganzen Einstellungen durchgehen. Also ich bitte noch einen kleinen Moment Geduld. Den Stream muss ich ja offen lassen. Kann ja sein, Stream dass. lässt du offen, du gehst jetzt einfach nur aus der Lobby raus. Wie funktioniert das? Ohne Training. Weil ich bin ja noch im Sitzungsergebnis. Ja, und Chris, nur mal so kurz zur Info, wenn du flüsterst, das hört man trotzdem im Stream. Echt? Verdammt. Also nur so, falls du gedacht hast, das würde man nicht hören. Ich flüstere nie wieder. Vergiss es. Ne, mach ich nicht mit. Red Bull Ring, das scheint alles jetzt zu stimmen. Das Problem ist, wenn du so reingeworfen wirst und dich nicht vorbereiten kannst, dann bist du echt am Arsch. Jawohl, Madame. Was? Wie war das? Ihr werdet jetzt auch ganz kurz Bluescreen haben, weil ich ihn einlade. Bis. Und zwar ganz genau jetzt. Dann treten wir da mal ganz Pop, dünn auf. pop, pop. Aber wenn du mich schon vorher gefragt hast, wer mein Favorit so ist, was ist denn deiner? Puh, ist jetzt schwer zu sagen. Also ich schätze auch mal, dass Luca Becker weit vorkommt oder Markus Rocket. Die zwei habe ich jetzt relativ weit oben auf meiner Liste. Schauen wir mal, was die zwei da draus reißen. Aus deiner Hoffnung. Obwohl Mike Epos von der zweiten Position, glaube ich, ist er jetzt, auch nicht ganz zu unterschätzen ist. Ja. Weil der Mike, der ist nämlich schon zügig unterwegs. Und vor allen Dingen im Nebel wird es auch ein bisschen schwerer werden für die Jungs. Ja. Gut, ich geb's ja zu, ich bin ja vorher mal ein bisschen gefahren im Nebel und ja, nee, lass mal. Du musst jetzt noch kurz die Einladung annehmen. Das muss man jetzt auch noch annehmen, das ist ja voll krass, dass Ja, man. natürlich. Ja, ein bisschen arbeiten darfst du auch mal, während die anderen die ganze Zeit fahren. Und ich die ganze Zeit einladen darf, dass kein Bluescreen kommt. Ich bin ja mal auf den Jan Köps wieder gespannt. Ne? Ja, der Körbs, von dem erwarte ich mir jetzt wieder was. Wenn es auch nur ein Abflug ist. Hani, das ist der Herr C-Player, also Chris Höß. Neuling. Also noch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Du bist ein Schwabe, du hast von nichts Ahnung. Du Gelbfiesler. Was für ein Ding? Hahaha. Hatten wir das Thema nicht schon gestern? Was für ein Thema denn? Ich weiß von nichts. Ja, genau, sehe ich auch so. Das Lustige ist, man muss es ja mal erwähnen, dass wir zwei uns gestern schon abgesprochen haben, dass wir so in unserem Dialekt versinken. Gleich geht's weiter, Jan. Ja, er fährt wirklich zurückhaltend.
Der Jan. Was? Nein, ja, es hieß gerade über dich. Was heißt das untermenschlich? Ja, toll. Warum nicht? Nimmer. Warum gehst du in den Bluescreen? Weiß ich nicht. Irgendwie hat mein Controller gemacht, was er will. Ich bin kein Untermensch, ich bin einfach nur ein halber Barde. Also, das ist schon von Natur aus dann. So, 14 Fahrer waren es vorhin. Jungs, es ist kein Training. Denkt direkt dran: Nebel, Licht und an die Startreihenfolge, die ich ungefähr 100 Mal schon durchgegeben habe und jetzt nochmal in den Chat schreibt zur Sicherheit. Also 1 Lauda, 2 Stupak, 3 Johansson, 4 Epos, 5 Stein, 6 Schupitzi, 7 Parch, 8 Rocket, 9 Schramm, 10 Becker, 11 Curbs, 12 Champ, 13 Division und 14 Mixi. Guckst du den Stream eigentlich über den Laptop an? Ja. Aha. Das machst du auch Ich während der bin gerade etwas Formel außer Atem und ich würde sagen, bevor das sich noch weiter in die Länge zieht, starten wir. Sind alle da? Alle Fahrzeuge sind ausgewählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bist und du 7. bereit? Wenn du es bist, dann bin ich auch bereit. Also Jan hat doch heute wieder nur zu meckern. Ich weiß, ich bin schlecht. Es tut mir leid. Ich gehe. Nein. Er will, dass es wieder losgeht. Jan, umso früher es losgeht, umso weiter vorne bist du trotzdem nicht. Welche Position stand er denn hier? Ich glaube, ich hätte nicht damit anfangen sollen mit den Schwaben, jetzt deutschlandweit. Warum mögen uns Schwaben denn niemand? Sind wir so schlimm? Bisschen geizig, ja, schon. Aber das war's auch schon. Mir tut so langsam mein Hintern vom Sitzen weh. Nur vom Sitzen? Was soll das jetzt Ach du heißen? Scheiße, ach du Ja, Scheiße. ich sag doch Nebel. Licht bitte an, Jungs. Die weiße Wand kommt. Da darf ich jetzt ein Kompliment an die Jungs und an die Fahrer geben. Krasser Scheiß. Wenn du hier jetzt mal so siehst von Rocket, du siehst nicht mal Turn 1 von hier. Ah, eben. Und dann jetzt mal so von Michi siehst du gerade mal so die Ampel, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast. Jungs, vergesst bitte nicht auch auf Start zu drücken. Hoffen wir mal, dass der Einfädelungsprozess gut überstanden wird. Die Einführungsrunde gleich. Lumpi hat ja wieder zu meckern. Ja, ich bin schlecht. Aha. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr. Du gehst mir so langsam auf die Nerven mit dem Ich bin schlecht. Ich sag dazu jetzt nur noch, Definitiv. wenn du meinst. So, damit geht's in die Einführungsrunde mit allen 14 Fahrern. Ein letztes Mal für mich dann zu korrigieren. Jungs, fahrt bitte alle los, dass keiner beim Start jemanden hinten drauf fährt. Scheint doch schon professionell auszusehen. Also Stein muss auf die 5, das stimmt schon mal. Lauda auf die 1. Jam, du musst nach hinten. Ah gut, er macht schon langsam. Lauda fährt auch langsam vor. Guckt auch zu, dass ihr es bestmöglich auf der Geraden macht, um somit nicht die anderen Fahrer zu
zu unnötig zu gefährden. Du siehst wirklich nichts. Ja, eine weiße Wand. Wo ist die Shisha-Party? Ich würde sagen, Krass. Spielberg. Ich hoffe mal, dass es eine Shisha ist. Und nichts anderes. Aber ein E bitte, ja. Ach was. Na, so viel Zeit muss sein. Also, Lauda, Stupak. Johnson, Epos, Stein, Schupitzi, Patsch, Schramm. Da muss noch Rocket hin. Wo ist Rocket? Da kommt Rocket gerade. Rocket, Schramm, Becker, Curbs, Jam, Division und Mixi. Ja, mal gespannt. Und Mixi, bitte mal dein Licht anmachen, falls du mich hörst. Ist nur gut gemeint. Ich werde jetzt auch keine Warnungen mehr durchgeben. Nur in der Einführungsrunde. Dürfen wir das eigentlich? Ich bin freundlich. Ich mach's einfach. So, Double Fall, Jungs. Ups. Verwirr mich nicht. Also man sieht wirklich selbst das Double File nicht mal richtig. Und nein. Schade, Mike. Schade, schade, schade. Rennen schon in der Einführungsrunde mehr oder weniger beendet. Und jetzt wird's Rennen hier von Lauda freigegeben. Stupak noch auf der 2. Und ja, relativ zivilisiert. Ui! So viel zu. Da hinten ist ein Porsche auf Abwägen. Auf Schramm, wen? direkt mal schön nach hinten gereicht. Nein, ich Vorfahren? hoffe nicht, das, was ich gerade lese bei Michael. Ich lese gerade zu wenig Sprit bei Epos. Oh, es ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Na gut, er hat jetzt relativ viel Glück durch diesen bisschen turbulenten Oh, Start. kommt drauf. Rocket jetzt Glück gehabt. Alter, wir sehen ja hier mal überhaupt nichts. Ein Stein. Oh. Ja, er möchte wieder an den Strand fahren. Wieder? Ja, war vorhin schon beim Kies. Ich glaube, ihm ist hier ein bisschen zu neblig. Ah, das wäre mir auch definitiv zu neblig, ey. Und der nächste, Luca Becker. Einige haben hier Probleme mit den Wetterbedingungen hier. Jetzt schon so früh. Wer fährt dann die Box? Das müsste. Bitte Stein Peter sein, oder? sein. Jo, Stein an der Box. Währenddessen gehen wir hier vor auf Johansson, der direkt angreift, Entschuldigung. Jam Foy und mittlerweile Foy auf der 3. Still und heimlich vorgearbeitet. Jetzt können sie wieder ein Treppchen werden. Und ich vermute, dass der Und Peter. Johansson in der Schlossgold zu spät auf der Bremse, rutscht raus. Schaut schön auf die anderen, wann er rein kann. Und dann Mixi
verteidigt sich hier gegen den AMG von Jan Kerbs. Kerbs weit raus, bisschen Kies mitgenommen. Die zwei kennen sich ja schon gut aus dem ersten Rennen. Bin ich mal gespannt, was Herr Kerbs nachher zu berichten hat. Ja, Stein jetzt mittlerweile auch mal wieder auf der Strecke, aber sehr abgeschlagen. Und Kerbs mit einem Fehler, jetzt Mixi gegen Rocket. Und auch ein Ferrari-Pilot ist da gerade ausgefallen. Ja, der Rocket Man geht weit vorbei an Foy und Mixi geht gleich mit. Und Mixi vorbei am Markus Rocket. Jungs, es ist ja mal richtig knallhart zwischen euch hier. Ihr seht nichts mehr und dann denkt ihr euch, jetzt müsst ihr erst recht reinhalten. So gefällt mir die ganze Sache. Jetzt Part versucht Richtung Lauda, vorbei an Lauda. Da kommst du ja gar nicht mehr zum Kommentieren vor Lauda. Bitte, bitte, guck, guck. Ja, ha. P2 bis P12, alles auf einem Fleck, kannst du sagen. Jetzt Kerbs kommt besser raus als Foy, aber hat Schramm direkt im Rückspiegel. Und du siehst nichts. Du siehst einfach nichts. Doch, weiß. Und da hinten dreht sich Patsch weg, rückwärts Richtung Boxen-Entrance. Währenddessen geht es jetzt wieder vor Richtung Kerbs und Schramm, Foy. Und der Rocketman versucht es wieder an Foy vorbeizukommen. Ich habe mich jetzt voll auf Rocketman eingeschossen. Und Kerbs setzt sich neben Rocket im Windschatten von Foy. Jetzt wird es gefährlich auf der Bremse, während Schramm versucht noch vorbeizuziehen. Auf und Schramm vorbei an Rock. Nein, noch nicht, noch nicht. Noch hat er M6 die Nase ein bisschen vorne. Jetzt Schramm vorbei, spät auf der Bremse, kommt quer und dreht sich weg. Aber Glück für Rocket. Den hat er noch. Den noch gut abgefangen und auch viel Glück dabei, hier bei Markus Rocket nicht erwischt zu werden. Währenddessen hier Schemfoy knapp vor Kerbs und knapp hinter Mixi. Und währenddessen Schupitzi schon wieder meilenweit voraus. Glaubst du, diesmal kann er die Führung halten oder wird so in 10, 15 Minuten auch wieder sein Einbruch kommen? Na, wenn das so macht wie im ersten Rennen, dann wird fahrig. Er kann ja jetzt eigentlich die Pace wirklich bestimmen, hat fast 8 Sekunden Vorsprung. Kühles Wetter kann dadurch die Reifen noch mehr schonen. Das sollte ja eigentlich gar kein Problem mehr werden. Und Epos schon auf die 9. Ja, währenddessen Foy immer noch im Kampf mit Mixi. Kerbs schaut sich das alles noch schön von hinten an. Fahren wir mal so ein bisschen im AMG mit. Setzt sich daneben. Jetzt muss ich doch wieder rausgehen. AMG gegen Ferrari mit dem besseren Ende für den Italiener. Ja, ich glaube, der Kerbs hat sein Auto nicht so richtig abgestimmt. Ich glaube, er hat einfach die Temperatur noch nicht in den Reifen, dass er richtig pushen kann. Vielleicht braucht er noch so ein paar Minuten, aber dann wird er kommen. Achtung wieder. Zweiten Sektor. Aber
hier hinten geht's auch rund um Markus Rocket. Luca Becker greift Schramm an. Aber Schramm, sein Auto sieht schon etwas verschrammt aus. Und Boxenstopp von Rocket. Ist das ärgerlich. Epos gegen den überschlagenen Division. Und da die Berührung. Ja. Was soll Epos machen? Was soll Epos machen? Er sticht rein, aber bekommt keinen Platz. Wird einfach übersehen, würde ich mal behaupten. Aber zum Glück haben wir die Kontrolle nicht über die Rennkommissare. Ja, Hannibal, das stimmt. Epos spät auf der Bremse, zu spät. Nein, kriegt die Kurve noch, aber Patsch kommt besser raus. Division auch schon wieder auf 3 Sekunden rangefahren. Jetzt versucht Epos im Infield innen vorbeizugehen. Nein, jetzt lässt er sich nach außen tragen. Schön die 4 Mann hintereinander, 3 Ferrari, 1 Porsche. Wer erwischt denn die bessere Linie hier, Epos, mit dem dreifachen Windschatten an oder zweifache im Moment? Da verliert das Auto wieder. Da verliert er das Heck. Kamera, wo willst du hin? Ah, dankeschön. Dann gehen wir hier mal weiter auf Curves im richtigen Moment. Ich würde sagen, perfekten Moment erwischt. Zu dritt nebeneinander. Ja, Curves beschwert sich. Wurde hier, so wie es aussah, von der Strecke gedrückt. Wird wahrscheinlich auch einen leichten Aeroschaden davon getragen haben. Aber er setzt sich durch gegen Mixi. Mal gucken, ob er auch Foy noch hinter sich lassen kann. Im Moment sieht es nicht danach aus. Und da schiebt er förmlich Foy nach vorne. Ja, besser als damals wie Audi. Timo, schieb ihn raus. Na, diesmal wird es, wenn heißen, Jan, schieb ihn raus, aber. Jan Curbs on fire. So, der weiteren. Versucht Mixi. Doch schön zugemacht. Jetzt versucht Mixi in der Red Bull. Nee, er steckt zurück. Versucht jetzt vielleicht mit mehr Schwung, wenn wir ihn vielleicht mal sehen würden. Ja, Jan blinkt uns zu, schätze ich mal. Er sagt auch mal Hallo. Und hinter Mixi ist auch schon wieder Becker. Ich glaub's ja gar nicht. Der Nebel macht's interessant. So, Rennleitung hier. Mixi fährt immer noch ohne Licht, also. Das sieht immer so spektakulär aus und dann kriegen sie die Autos immer nicht so unter Kontrolle. Hier, das ist extrem. Was für ein Limit die hier fahren. Ja. Und das in Liga E wohl gemerkt, ne? Jawohl. Oh, ich habe jetzt gerade schon gedacht, da rutscht weg bei Mixi. Sah so aus. Aber die Jungs sollten das unter Kontrolle haben. Ja, natürlich, also es sind alles Top-Fahrer. Also hier fährt eigentlich keiner mit, der nichts drauf hat. Deswegen bist du ja nur Kommentator. Deswegen fahre ich ja nur Formel 1. Ja, selbst da klappt's bei dir nicht. Naja, also komm, siegt der. Geht schon.
Wird schon. Ja, aber jetzt hier, Kurtz versucht sich zu verteidigen gegen Mixi und Becker. Und da kriegt Mixi den Schlag von Becker hinten drauf, aber fährt weiter, beschwert sich kurz. Kurtz antwortet und Becker auch. Ich glaube, sie morsen hier untereinander. Sie unterhalten sich auch. Für was? In einer Party chillen oder über Funk? Nein, wir morsen mit Lichthupe. Da geht's dann aber. Piep, 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 piep. Was übertönen werden muss. Nixi spät auf der Bremse, kommt aber noch gut durch. Währenddessen Becker im Visier von Schramm. Das Rotstift hat auch voll raus. Siehst du die Ferraris, die sieht man wenigstens. Ja, das Rote sticht wirklich raus. Hier sind so viele weiße Fahrzeuge. Das ist, die siehst du einfach nicht. Die verschmelzen mit der weißen Wand. Ja, die Attacke. Jetzt Schramm ganz, ganz nah am Diffusor. Versucht außen herum. Becker versucht innen zu verteidigen. Schlechte Linie eigentlich für Schramm hier in der Red Bull. Hätte lieber nochmal zurückstecken sollen, meiner Meinung nach. Und den Schwung mitnehmen für jetzt Start und Ziel. Währenddessen aber Jan hier ganz knapp mit Gerhard Mixi wieder am Kämpfen. Aber so wollten wir es doch sehen. So wollen wir es sehen. Spannend. Spannend. Und kann ich nur nochmal sagen, spannend. In Klammer im Nebel. Mixi immer noch knapp dran an Curbs. Auf der Bremse der AMG etwas schwächer als der M6, aber kann sich noch durchsetzen. Das sieht bei dem M6 aus, als würde der immer mit dem Arsch springen. Ja, vielleicht kommt er auch ein bisschen quer. ABS-Regel zu früh oder hinten blockiert es ein bisschen und dann rutscht der Arsch leicht raus beim Anbremsen. Weil Schlossgold ist schon eine starke Bremszone, da geht es auch leicht bergab, deswegen leicht ist die Kurve nett zu fahren. Mhm. Währenddessen gehe ich mal hier auf Stupak mit Lauda im Gepäck, oder eher Lauda mit Stupak im Gepäck. M6 gegen Ferrari, aber Stupak beim Beschleunigen mit ein bisschen Problemen und Mike Epos kommt dann direkt wieder näher ran. Mittlerweile auch nur noch 7 Zehntel. Und hier wieder Curbs gegen Mixi. Also, ich frage mich jetzt mal ehrlich, wie lange das bei den zwei noch gut geht. Im Hintergrund sieht man auch schon hier Schramm und Becker relativ weit rausgekommen. Scheint auch so, als würde Schramm Becker vorbeilassen, dass es eine kleine Kollision gab. Jetzt heißt wieder Curbs gegen Mixi. Mixi mit einem schlechteren Ausgang als Curbs. Aber jetzt kommt der M6-Motor. Ja, noch nicht, noch nicht. Wer weiß, wann der richtige Angriff kommt. Ich bin echt gespannt. Ich auch, vor allem so für den Curbs. Wie lange er noch aushalten kann. Aber du bist doch hier auch schon gefahren, oder? Ich habe ausgesetzt, ich habe Kevin und Timo fahren lassen. Okay. Ich bin erst wieder in Monza im Cockpit. In Monza? Jawohl.
Also jetzt scheint so Curbs ein bisschen Abstand rausfahren zu versuchen, aber jetzt kommt auch wieder Mixi. Kann er diesmal auf der Bremse Curbs leichter Quersteher beim Anbremsen, aber es hilft ihm sogar beim Rausbeschleunigen. Es tut mir echt leid für die anderen Fahrer, aber dieser Zweikampf, der fesselt gerade einfach so. Dann kann ich ja mal die Zeiten so beobachten. Du kannst ja auch mal sagen, wenn du irgendwo siehst, wo ich mal rumschalten soll, wo es auch sehr eng beieinander ist, so wie jetzt zum Beispiel Das war der Plan. 3 und 4. 3 und 4, ich wollte gerade sagen, dann bleibt nur 3 und 4. Ja, okay, 5 und 6, Luca Becker und Schramm. Ja, die sind auch noch beieinander. Aber Aber ansonsten. ansonsten, 11-12. ja doch, Rocket hier hinten. Mit Lauda, dass wir mal so ein bisschen Abwechslung sehen. Die Zeit habe ich im Blick von Curbs. Aber jetzt müssen wir wieder vorschalten auf Curbs und Mixi. Also, er kommt ran, aber dann kommt er auch nicht vorbei. Das ist wie in Echt Monza. klasse Leistung von den zwei. Kommt der jetzt? Er wird es auf jeden Fall versuchen. Curbs macht Außen. zu. Er Schramm, Oh. Mixi. Wieder jetzt vielleicht innen. Naja, er versucht außen den Schwung mitzunehmen. Vielleicht ins Infield reinzustechen. Nee, Curbs macht noch zu. Also echt Respekt. Die zwei, die fighten hier auf einem Niveau und das ohne Berührung. Es geht ja auch um Podest 3. Um den letzten Podestplatz. Ja, meine ich doch. Aber wäre es nicht vielleicht einfach mal schlauer, hintereinander herzufahren und versuchen auf aufzuholen? Vielleicht ihn dann noch mit rein verwickeln und dann, dass beide eventuell noch einen vorkommen. Bei 7,5 Sekunden, meint ihr, das macht noch 20 Minuten Sinn? Das ist die andere Frage. Ich weiß ja nicht, was sie für eine Pace fahren könnten, wenn sie nicht gerade im Zweikampf sind, aber letzte Runde waren sie 6 Zehntel schneller als Foy. Ich würde ja interessieren, wenn es einen Platzwechsel da geben würde. Hui, Parch gegen Becker. Ich würde sagen, im richtigen Moment gewechselt mal. Ferrari gegen Ferrari. Parch kommt besser raus. Und Parch ist fast vorbei. Jetzt ist er vorbei an Becker. Bester. Oh, Jungs, 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 das ist echt knapp bei euch. Hast du die Zeiten von Curbs und Mixi im Blick so ein bisschen, Die oder? habe ich, im Auge. Also hier beide mit gleichem Material unterwegs, hat keiner Vor- oder Nachteile im Moment. Und die fahren hier wirklich alle auf einem Niveau, das ist nicht mehr normal. Auch bei 5 und 6. Jetzt ist hier mal im Verfolger Luca Becker. Kommt schlechter aus der Red Bull. Auch der Aber Ferrari ist jetzt gleich Turn böse an. 1 etwas besser rausgekommen.
Aber währenddessen kommt jetzt vielleicht bei Mixi der Angriff gegen Curbs. Außen. Jetzt mal aus der Sicht von Mixi. Ui, du bist das knapp bei denen. Und reicht immer noch nicht. Es reicht einfach nicht für den M6. Also wenn das noch 18 Minuten weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann ich weiß es nicht. Fuck der Jan, das hat mich weiß geworden. Sitzt dann so. Epos jetzt eigentlich im Kampf erwartet mit Stein, aber wieder zurückgefallen. Hui, da hat's geknallt. Okay. Ja, Fehlzündung, sorry. Hast du nicht den schönen Batscher gehört auf dem Auspuff? Auf dem Ferrari, klar. So, jetzt Patsch immer noch vor Becker. Becker jetzt minimal besser rausgekommen im Windschatten. Aber scheint Patsch das bessere Setup zu haben, mehr Topspeed. Ich weiß ja nicht, was man hier so fliegen fällt. Aber relativ flach müsste der schon gehen. Ja, ich denke, hier werden sie auch relativ flach fahren, weil ja viel Topspeed-Bereiche sind. Eigentlich bräuchten wir jetzt hier so irgendwie Splitscreen oder ähnliches. Während hier Marcos Rocket gegen René. Gelbphase in Sektor 3. Nicht aus, Patrick Schopitzi mal wieder. Steht mal richtig bescheiden, wenn ich so sagen darf. Aber er kann sich noch befreien. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Junge hat halt kein Glück. Hatten wir es noch nicht vorher erst von... Ja, vor 10 Minuten, 20 Minuten. Schade. Und Curbs. Es scheint einfach Schems Tag zu sein. Und wir sind auch nur noch 13 Fahrer. Mike Epos hat aufgegeben. Schade. Schade, schade, schade. Und Stein mit einer Durchfallsstrafe. Da würde ich jetzt aber echt gern wissen, was passiert ist. Michi, falls du schon im Chat sein solltest, was ist denn passiert? Die zwei geben sich hier aber auch immer noch ohne Ende. Trotzdem gehe ich mal auf Schopitzi mit Patsch und Becker muss reißen lassen. Boah, das ist jetzt leer. Wenn ich leise gehen muss, dass es niemand hört. So, jetzt Patsch neben Schopitzi vorbei. Und Becker versucht direkt hinten dran. Zieht jetzt auch schon raus. Und ist vorbei am M6. Also da scheint wohl doch ein bisschen mehr kaputt zu sein bei Patrick am Auto. Weil die fahren hier vorbei wie ein heißes Messer durch die Butter.
die letzten 14 Minuten. Da gehen wir mal wieder auf unsere Wunschgruppe hier in Weiß. Curbs Mixi. Ah, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Nein, Mixi kommt jetzt hier in der Doppelrechts doch wieder relativ nah ran. Hängt auch fast schon wieder am Auspuff. Während ich aber hier... Ui! Und Schramm und Becker. Ich habe es doch geahnt, dass da was kommt. Na, auf die zwei noch fahren können. Hei, 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 hei. Und was mit Schupitzi? Er ist schon wieder so langsam unterwegs. Also im Auto bestimmt mehr kaputt wie... Ja, es sieht auch nicht mehr ganz gesund aus bei Schramm. Hat jetzt nicht nur Schrammen, sondern jetzt auch ein paar Kalkformierungen. Au, 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 au. Ah, damit ist Schramm eigentlich hier aus dem Kampf raus. Es wird ein zu großer Schaden sein, dass er da wirklich noch angreifen kann. Division. Aua, was ist das? Hä? Ich höre irgendein Fienzen auf dem Ohr. Ach so. Ist besser? Ja, danke. Und hier geht's jetzt schon wieder mit 4 Zehntel zwischen Mixi und Curbs. Die zwei wollen einfach nicht voneinander die Finger lassen. Die haben sich einfach zu dolle lieb gerade. Aber es kommt im Moment jetzt auch kein richtiger Angriff mehr von Mixi. Sind die Reifen eventuell durch oder will er sich einfach nur perfekt hinlegen? Dann tippe ich eher auf zweiteres. Ja, jetzt nimmt der Versuch mit dem Bumper von der Seite. Mixi jetzt vorbei, schiebt ein wenig Curbs nach außen. Damit wird Curbs wahrscheinlich nicht ganz zufrieden sein. Versucht jetzt auf der Bremse innen wieder reinzuziehen. In der Beschleunigung ist der AMG einfach stärker. Jungs, Valentinstag war gestern. Und Valentinstag ist heute. Aber bitte keine Spoiler liegen lassen. Also die letzten 10 Minuten werden bei denen zwar noch richtig spannend. Ob mit Kontakt oder ohne Kontakt. Oh, leichtes Schieben bei beiden. Eieieiei. Eieiei. Zu zweit durch die Kurve. Und beide beschweren sich gegeneinander. Es macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen. Keiner ist zufrieden mit dem anderen. Eieiei. Ei. Jetzt gehen sie aber ganz schön auf Kuschelkurs. Und dabei ist Tobiano heute nicht mal im Cockpit. Jetzt auf der Bremse, der AMG rutscht raus. Warum beschwert sich Jan jetzt? Das war meiner Meinung nach sein Bock. Scheint so, dass er den AMG vielleicht die letzten Runden etwas überfahren hat. Oder die Reifen durch sind. Meine ich ja damit. Währenddessen schalte ich hier mal in die Gruppe Becker Division Schupitzi. Du hast ein Auge auf Curbs und Mixi. Mhm. Das hat sich auch leicht gereimt.
Du solltest dichter werden. Total. Jetzt scheint es da vorne aber wieder ganz eng zu werden. Kurt schon wieder vorbei an Mixi. Huiuiuiuiuiuiui. Lasst eure Spiegel dran, Jungs. Also, ich weiß jetzt nicht, wo ich immer hin und her schalten soll. Oh, der nächste. Ja, Becker. Und noch einen. Und das Schild auch noch. Ich glaube, die letzten 10 Minuten von diesem Rennen werden die letzten 10 Runden vom ersten Rennen. Ja, das ist. Währenddessen hier wir Curbs und Mixi. Und da schiebt Curbs und Mixi dadurch anbremsen auf dem Gras, dreht sich weg. So wollen wir das eigentlich nicht sehen. Also da gebe ich Mixi recht. Und Becker versucht es noch bei Schupitzi. Und hinten der Rocketman gegen den überschlagenen Division. Aber schau dir mal bitte Jan seine Zeit an und der hat seine Zeit an. Und Division. Ah, mit dem Dreher da mit Johansson vorbei. Becker auch mit dem Ausritt. Jetzt zieht sich alles auseinander. Stupak hat eine Strafe bekommen. Eine Sekunde. Aber von was? So, dann gehe ich mal wieder hier auf Becker, aber mittlerweile sind alles so weit auseinander. Ja. Auch unsere zwei Streitthemen. Keiner jetzt wirklich in lauer Stellung. Außer vielleicht hier Schramm Division so ein bisschen. Aber das, was Schramm fährt, kann man ja schon nicht mehr Auto nennen. Na, Auto ist gut. Mit einem Licht. Mit einem? Bei mir da keins mehr. Direkt ist dran. Aber hier jetzt nochmal Rocket Becker. Ja, ist auch schon wieder weiter auseinander, als ich mir erhofft habe. Dann werden wir mal weiter auf Schramm Division bleiben. Jetzt versucht vielleicht Oliver Division gegen den Porsche. Rutscht da etwas raus, aber kann jetzt den Schwung mitnehmen dadurch. Wir sehen aber nur Licht von Division. Normal dürfte er jetzt vorbei sein. Jawohl, kann Schramm nochmal auf der Bremse. Huiuiuiuiuiui, also die gehen auch nah aneinander. Aber somit ist Division vorerst vorbei. Die letzten 5 Minuten noch, ne? Ui, nochmal ein kleiner Bussi. Die Achse sagt Danke. Die Achse? So, die letzten 5 Minuten in Spielberg.
Und Division mit dem Fehler 180 Grad. Jetzt schau zu, dass du hier wegkommst, mein Junge. Okay, das kam unerwartet. Das kam unerwartet. So, dann gehen wir hier mal wieder auf Schupitzi Rocket. Also ich glaube, da hat Division etwas Frust gehabt nach seinem Dreher. Rocket vorbei an Schupitzi. Ja, die Zwecke werden sich auch nochmal die letzten 3,5 Minuten geben. Die werden sich so richtig schön geben wollen. Aber bis auf die zwei ist jetzt auch nichts mehr los. Auch bei Jan Gerd hat sich wieder eingependelt. Ja, es sind aber auch 4 Sekunden, 3 Sekunden. Also da ist auch noch ein bisschen Puffer. Ja, ich glaube, die fahren so das Tür. Ich denke, da wird sich jetzt auch im kompletten Feld nichts mehr ändern. Ich würde sagen, die fahren so, wie sie sind, jetzt durchs Ziel. Weil die Abstände sind jetzt schon zu groß. Das wird sich so ausgehen. Aber ich würde sagen, die Rennleitung wird heute Abend ein bisschen was zu tun bekommen. So wie ich das bis jetzt beobachten konnte. Oder was ist deine Meinung? Also Arbeit bekommen sie auf jeden Fall. Und ob sie da dann noch morgen dran sitzen, würde ich schon fast jetzt sagen. Da es auf der Strecke so ruhig geworden ist, gehen wir die letzte Runde Onboard mit Jem Foy mit. Und so viel zu ruhig geworden. Rocket in der Wand. Schloss Gold. Ei, 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 ei. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie so ins Ziel fahren. Das war ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ein bisschen arg weit. Ja gut, ich bin schon rausgesprungen, Entschuldigung. Aber Champions souverän. Schon wieder nichts wirklich von ihm gesehen und er gewinnt das zweite Rennen. Also Respekt, wer es selber macht. Hornbach. So, jetzt nochmal durch die Würth gefahren. Jetzt die Doppel rechts ein letztes Mal. Und damit Glückwunsch Jem Foy für Platz 1. Verdienter Sieger. Zwei Rennen. Zweimal Sieg. Das ist stark. Hier Curbs von Mixi. Dann kommt Parch.
Wo, was haben die zwei jetzt schon wieder getrieben? Wenn man das will. Also ich muss nicht wissen. Schramm. Ja, der Porsche sieht auch nicht mehr gesund aus. Solange keiner mehr auf dem Dach liegt, ist doch alles eigentlich gut. Also hatten wir heute was, was hier noch ne, was es nicht gibt? Ich glaube nicht. Das kannst du nur glaube ich, so sagen. Ziemlich alles, was es geben kann. Und dann kommt Johansson hier auf Platz 9 durchs Ziel vor Peter Stein. Ich war gerade leicht erschrocken. Also lass mich gerade wiederholen speichern. Nicht nur du. Hä? Okay, ich habe keinen Speicher. Verdammt. Kannst du die Wiederholung speichern? Sag ich dir in ein paar Sekunden. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir so langsam in Richtung PK gehen. Also ich kann sie speichern. Ja gut, dann speichert du sie. Rennleitung, PK mit allen, ich Klammer auf Klammer zu, sechsen oder nur die letzten drei? Also die vom letzten Rennen jetzt. Was eigentlich nur Becker bzw. Mixi ändern würde. Ich lade jetzt einfach mal alle vier ein. Vier? Ja, ja, aus dem ersten Rennen waren ja auch Chemfoy, Jan Kerbs und Luca. Und jetzt ist es ja noch mit Gerhard Mixi. Und dem Herrn Becker. So, sind jetzt alle eingeladen. Screenshots sind gemacht bei dir? Was? Einen guten Abend. Fragung aktiviert ist. Guten Abend zusammen. Guten Abend, Gerhard. Guten Abend, Foy. Zu euch sage ich jetzt auch nochmal, guckt mal bitte, ob eure Stimmübertragung aktiviert ist. Ja. Meine müsste sein, ja. Ja, ich tue das. So. Und wer fehlt dir, Lecker? Ja, das ist ja klar. So, ist meine Stimme auch übertragen? Ich denk's mal, ich habe den Stream jetzt nicht offen, also zumindest nicht tonmäßig, aber... Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal ohne Kerbs an, weil ich weiß nicht, ob er kommt. Ist doch besser so. Jungs, das kann man mit der Rennleitung erklären, wenn was ja, ist. Ja, natürlich, trotzdem darf man ein bisschen so... Ja, fangt mal an. Jo, dann würde ich mal mit Rennen 1 anfangen, mit dem dritten... Ah, doch, ist Kerbs. So. Jan, guck du auch mal bitte gleich nach deiner Stimmübertragung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Rennen 1 an. Und zwar mit Luca. Dritter Platz, Rennen 1, Glückwunsch. Ja, wie ist Rennen so für dich da verlaufen?
Ja, eigentlich ist alles glatt gegangen bis zur zweitletzten Runde, wo sich leider ein Porsche vor mir gedreht hat und ja, bin ich dann reingeknallt. Und ja, dann habe ich meinen zweiten Platz verloren, bin Dritter geworden. Aber er hat es nicht mit Absicht gemacht, würde ich sagen. So im Großen und Ganzen, bist du mit deiner Leistung aus Rennen 1 zufrieden gewesen oder denkst du da, hier und da hättest du vielleicht ein bisschen mehr machen können? Ja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden mit meiner Leistung, ja, im ersten Rang. So, okay. Dann mal danke hierfür. Okay. Hallo Jan. Hallo Jan. Abend. Guten Abend. Dann jetzt auch mal die Frage zu dir. Rennen 1. Glückwunsch an Platz 2. Wie ist Rennen 1 für dich so verlaufen? Rennen 1, Qualifying war natürlich ernüchternde Pace. Platz 5 war es, glaube ich. Ja. Und dann im Rennen sind wir sehr gut nach vorne gekommen eigentlich. Habe schon sehr schnell gemerkt, dass wir in den Kurven sehr gut unterwegs waren. Wir hatten auch gemerkt, die Pace war rundenzeitenmäßig quasi da. Gerade die Zeiten der Spitze gefahren, auf jeden Fall. Ja, aber da waren so ein, zwei, was heißt ein, zwei, eher ein Vorfall mit dem lieben Herr Gerhard hier. Ja. Aber vielleicht kann man ja nachher noch mal kurz drauf eingehen und nicht so ausführlich, weil das ist ja eigentlich Rennleitungsstuff. Ja, P2 am Ende mit dem Schaden. Ja. Mehr war nicht drin, sage ich mal. Ja, war ein starkes Rennen und auch von Mister, ich bin nie im Bild, ich zeig mich nicht. Cem Foy, Glückwunsch zum Sieg in Rennen 1 auf jeden Fall mal. Von dir hat man ja nichts gehört an Kämpfen oder gesehen an Kämpfen groß und auf einmal warst du an der Spitze und hast es auch souverän ins Ziel gebracht. Was war so dein Gefühl so im ersten Rennen? Ja, so das erste Rennen, man hat es im Quali schon gesehen, es sind super Zeiten gefallen. Und vor allem ab Platz 2, 3 waren die Zeiten verdammt eng beieinander. Und im Rennen konnte ich halt profitieren, die Leute zusammenschieben, dass sie Kämpfe haben und dann konstant wegfahren. Das war das Einzige. Und als noch der Dreher vor mir war, konnte ich profitieren und ja, so ist es zum Sieg gekommen. Aber war ein cooles Rennen. So, dann bedanke ich mich mal hierfür. Chris, übernimmst du mal den zweiten Part, bitte? Du hast mir meine ganzen Fragen schon eigentlich geklaut. Ja, dann frag halt zum zweiten Rennen, weil dich hört man heute ja nicht allzu oft. Ach, also oft, hallo, ich bin da. Auf, trau dich, Chris. Bin aber schüchtern. Ja, okay, dann fange ich halt jetzt wieder an. Glückwunsch, Gerhard, zum dritten Platz im zweiten Rennen. Es Danke. war auch sehr spannend, die ganze Zeit anzusehen mit dir und Jan. Bis zu einem kleinen Vorfall. Also, du kannst ja mal so über dein Rennen mal so erzählen, was so allgemein vorgefallen ist, deiner Meinung nach. Ja, gut, ersten Rennen. Qualifying hat bestätigt, dass mein Kollege und ich Platz 1, Platz 2. Wir dachten auch, es wird so weitergehen. Gut, dann, wie ich gemerkt habe, beim Start, dass Cem Foy hier wirklich eine sehr gute Pace hat, den habe ich nicht halten können. Habe auch dann irgendwann gedacht, lass ihn vorbei. Ja, und dann ist halt Curbs. Dieser Vorfall, wo er jetzt gemeint hat, das war jetzt alle, das geht wirklich mal besprochen. Ich finde es halt nicht okay, was ich schon mitbekommen habe. Aber dann hatte ich noch mehr Pech. Stefan Bratsch, glaube ich, war das, der hat sich dann gedreht im Grünen raus und ist direkt auf die Fahrbahn, ist wieder ins Auto gefahren und war ich weg von ihm, dann habe ich angezeigt bekommen, ich muss wieder zurück auf Platz 7. Und das war kurz vor der Boxenkasse, er ist nicht gekommen,
Und dann habe ich eine Strafe bekommen durch Boxendurchfahrtsgasse. Also ich bin dann durchgefahren, wollte durchfahren und bevor ich an der Gasse war, entweder war ich doch noch etwas zu schnell, ich wurde dann disqualifiziert. Das war das erste reine Pech in dem Sinn. Beim Ja. zweiten, Glückwunsch wieder, Cem Foy, war wieder nicht zu halten, Pace war sogar. Ja, dann finde ich, war alles okay, diese Fights, bis da halt auch mal die Hand was zu sagen. Wenn ich schon außen bleibe, sollte er innen bleiben. Wenn man sich verbremst und mehr fährt jemand rein, ist es so fair play, dass man sagt, ich laufe wieder vor. Das waren jetzt zweimal diese Fälle. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber es wird halt Zeit, dass man mal redet darüber. Oder also ich fahre hart, aber fair. Das ist jedenfalls, kann man keiner nachsagen. Ne? Und schaut euch das Rennen an, es ist aufgenommen, wir werden sehen, was rauskommt. Ich will mich halt etwas. Ja, Jan, es wird Zeit, dass wir mal reden unter vier Augen oder. Ja, das könnt ihr dann. Ihr müsst es ja Ja. jetzt nicht öffentlich in der PK jetzt machen, ihr könnt es Nein, auch untereinander. will ich auch nicht. Da ist die Rennleitung da. Und Nee, genau. sonst kriegst du wieder Verwarnung und alles kriegen wir dann. Ja, Jan, was sagst du? Also jetzt nochmal Glückwunsch zum zweiten Platz im zweiten Rennen. Deine Meinung auch zu deinem zweiten Rennen noch? Ja, Auto war sehr schnell Schrott, ne? Ja, es gab ja da mehrere Vorfälle mit dem Gerhard, auf einmal mehrere Kontakte auch. Ja gut, ja, ich meine, wenn man so fährt, ist doch klar, dass es Probleme gibt. Aber wenn ich außen bleibe, wenn du zumachst innen, dann bleib doch auch innen. Und wenn du die verbremsen, fährst mir rein. Ich hatte vorne einen Schaden 25, hinten hatte ich Schaden 14. Welches Also Rennen meinst du jetzt? das zweite Rennen. Von dem ersten Rennen möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Welche der ganzen Situationen meinst du? An der Stadt Ziel geraten, wo ich außen war, du bist innen, hast mir dann außen, hast mich rausgedrückt. Und die letzte Bergabfahrtschance, diese Kurve, wo du mich rausgedrückt hast, nach außen, dann bist du ja weggefahren. Dann war das Rennen vorbei. Also die einzigen Kontakte, die ich so mitkriegen konnte, Force Feedback mäßig und alles übers Lenkrad so, die waren halt wirklich Kontakte, die leider von dir ausgingen. Also ob ich dich da jetzt berührt habe, das konnte ich so gar nicht merken. Na gut, ich weiß nicht, ob das Taktik auch von dir ist, wenn jemand vorbeifährt und du fährst immer hier aufs Eck vom Auto drauf. Ist klar, dass ich unruhig werde. Ne? Wenn einer vorbei ist, er vorbei. Man versucht es dann anders. Ich versuche es doch auch anders. Also Ich weiß meine nicht. Überholmanöver, sage ich, waren fair. Aber wir werden sehen. Wir können uns die Rennen zusammen anschauen. Ich weiß, das Ich heißt dann gerade leider nicht, wo Glückwunsch. ich hier hinten Glück. drauf gefahren sein wollte, ne, aber ja. Die Leute Jungs, wollen ich würde. harte Fights sehen, faire Fights, das ist meine Meinung. Also ich bin hart und fair. Wenn ich dich jetzt irgendwie rausgestoßen hätte, du wärst wieder vorgekommen, auf jeden Fall. Das mache ich nicht, ich möchte es auch nicht gewinnen. Ne? Wir sind noch Ja genug gut, ich Rennen, war. wir haben noch genug Zeit. Hör mal, ja, nach der Aktion da mit der Reklame sind bei mir halt auch die Sicherungen durchgebrannt. Da wollte ich ja, da habe ich mir gesagt, du beschädigst mein Auto, dann verteidige ich euch auch so. Ne? Also immer diese Kampflinie klar. Ne? Ich meine, gut, ist halt so, ne, mit dem Ja. Verteidigen dann. Ne? Sonst, ja, Gut, aber aber da man waren sieht ja, dann. du hast die Kampflinie gefahren und doch hast du mal verbremst und ich bin an der zweiten Kurve bin ich vorbeigekommen. Und dann kommt es wieder, dann fährst du leicht aufs Eck hinauf und ich werde unruhig. Ja, wir müssen das anschauen. Ja, Ja. vielleicht kannst du mir die Szenen besser nochmal zeigen, weil ich habe die Ja. nicht so in Erinnerung. Ja, okay. Ja, ich würde einfach Mir hat sagen, ihr Spaß zwei gemacht, setzt das euch. zweite Rennen war okay, mir hat Spaß gemacht. Glückwunsch euch zum Sieg, erster, zweiter Platz, war okay. War auch verdient von Cem Foy. Luca Becker, wie am ersten, ich habe nicht gewusst, jetzt wer gewonnen hat. Glückwunsch. Ja, und freue mich schon auf Monza. Ich würde einfach sagen, ihr zwei setzt euch mal zusammen, redet in Ruhe, guckt euch vielleicht das Rennen nochmal zusammen an. Wird vielleicht das Beste sein, was ihr machen könnt. Ja, ich habe jetzt meine Meinung gesagt, wir schauen uns Ja. das an und jetzt geht es nach Monza. Und wie gesagt, hart und fair, das ist meine Devise. Wir wollten Fight sehen, das war wirklich ein Top-Fight von uns beiden. Ja, ich habe es nur angesprochen. Ich werde ihm jetzt nicht hier die Hölle machen, bis die Saison rum ist, das ist so. Aber man kann ja mal in die nächste Rennen schauen, wie es dann weitergeht. Neue Strecke, neues Glück, würde ich sagen. Genau. So, dann.
Chris, darfst du den Rennsieger von Rennen 2 mal interviewen, dass du da auch mal so ein bisschen. Wollte gerade trinken. Jetzt hast Pech gehabt. Jetzt darfst du mal. Du bist lustig. Hast mich jetzt ins heiße Wasser geworfen, ne? Jetzt bummelig. Keine Ahnung, was soll ich fragen? Keine Ahnung. Frag, wie sein Rennen gelaufen ist, zum Beispiel aus seiner Sicht. Hast du das schon? Ja, ist okay, Darf ich ich merke, mal du bist. anfangen, bevor wir hier morgen noch da sind? Ja, bitte, Cem. Erstmal noch Glückwunsch zum Sieg im zweiten Rennen. Dankeschön. Ja, das zweite Rennen von mir aus war eigentlich gut. Ich hoffe, wir hatten mit den zwei, drei Kämpfen gute Bilder geliefert. Und ja, auf der Zielgerade mit dem Gerhard, dieser Kurs hätte anders kommen können, aber wir beide haben es gut abgefangen. Und sonst ja, die kleinen Kollisionen, so soll der Sport doch sein. Genau, also ich sag mal so, in der GT3 berührt man sich gern mal. Solange alles noch im Rahmen ist, kann man das gern machen, man soll es nicht übertreiben. Wir wollen schönes Rennen sehen, wir wollen harte Zweikämpfe sehen, aber hauptsächlich faire Zweikämpfe. Genau. Und das Richtig. haben wir Großteil heute auch gehabt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich kommentieren durfte, dass ihr uns so viele schöne Zweikämpfe geliefert habt, so viele schöne Bilder. Und vielleicht auch die ein oder andere Aktion, wo ein Auto mal nicht ganz so den Boden berührt hat, wie es hätte sein sollen. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Abend. Am Montag geht's weiter, am Sonntag geht's weiter in Liga A mit Monza. Zusammen Merlin Wolf und Lukas Hand werden euch da begleiten. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön, gleichfalls. Euch auch, schönen Abend euch. Chris, du darfst den Stream jetzt ausmachen.